Hallo, mein Name ist Michael Spitz, der CEO von Mining Incubator. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt, hier zum ersten Between the Towers im Streaming-Format, da wir ja alle nicht wie gewohnt uns am ersten Dienstag uns in der Goethe-Universität treffen können, sondern hier jetzt eben das Ganze mal in die Zoom-Videolandschaft verlegt haben. Ich freue mich sehr, ganz spannende Teilnehmer nachher zu haben, die uns Einblicke geben, sei es als Startup, aber auch Keynotes und auch ein paar interessante Aspekte, wo wir im Cybersecurity-Bereich stehen. Wir haben einen Vertreter von der akademischen Seite da, wir haben aber auch Unternehmen, wir haben Startups da und ich glaube, super viel Erfahrung. Gerade jetzt ist das Thema Cybersecurity wichtig. Wenn ihr hier Fragen habt, kommt hier auf das Chat und FAQ rein. Da habt ihr die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Wir versuchen, die so gut wir können zu beantworten. Wenn wir es eben nicht schaffen, dann werden wir versuchen, die im Nachhinein zu machen. Die Veranstaltung hier wird aufgenommen, also egal, was ihr hier sagt und schreibt, bitte denkt dran. Wenn danach, gucken wir das entweder auf unserer Webseite oder auch sonst nochmal medial machen können. Wenn alles gut läuft, wenn es nicht so gut läuft, dann werden wir es wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Nein, war ein Scherz. Aber von der Grundidee her versuchen wir eben hier euch auch in der Zeit Einblicke zu geben. Und Katrin, könnte ich dich bitten, kurz unsere Präsentation zu öffnen. Ja, vielen Dank. Cybersecurity ist heute das Thema, wie gesagt, Between the Towers Streaming. Wie immer fange ich ja ganz kurz an, sage, was macht an der MI, der Mining Incubator? Wenn du eins weitergehst, bitte, Katrin. Danke. Wir sind in einer führenden Corporate Venture Capital Firmen und Forschungs- und Entwicklungseinheiten für Financial Services. Uns gibt es seit 2013 Büros in Frankfurt, sind eine 100%ige Tochtergesellschaft der Commerzbank, haben drei Bereiche, einmal das Thema Community Building, dann Ventures und Prototyping. Mal eins weitergehen, bitte. Im Community Building, eins weiter, fokussieren wir uns auf vier Hauptthemen, nämlich das Thema Meetups zu organisieren, dann Events wie eben hier, Between the Towers, Tech-Quartier, sitzen im Bereich vom World Economic Forum, bei NOAA, VivaTech, alle Veranstaltungen, die momentan halt nicht so stattfinden wie normal, aber da sind wir recht aktiv und versuchen eben da unseren Beitrag für die Community zu machen. Vor zwei Wochen waren wir auch ganz, sind bei einigen Hackathons dabei, hatten auch unterstützt bei Wir vs. Virus, hatten da sowohl Teilnehmer dabei, sind da auch als Sponsoren aufgetreten, aber auch als Mentoren ist ganz wichtig, hier auch an die Community zurückzugeben in den verschiedenen Bereichen, die vielleicht auch nicht direkt mit unserem Startup-Bereichen oder mit unserem Prototyping zu tun haben, sondern eben unsere Fähigkeiten dann auch dem Allgemeinwohl, sofern wir können, zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz zu den typischen Kollaborationen mit anderen Universitäten, was Banken und Finanzinstitute traditionell mit juristischen und betriebswirtschaftlichen Fakultäten arbeiten wir schwerpunktmäßig mit technischen Fakultäten zusammen. Hier als Beispiel das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, die RWTH in Aachen, TU Darmstadt, das KIT, die TUM, aber auch die Frankfurt School. Wir machen relativ viel mit dem Fraunhofer-Institut, haben da ein Forschungsprojekt zusammen mit dem IML und ich sitze auch bei ACATEC, Akademie der Deutschen Technologiewissenschaften, mit drin im Beirat. Wenn wir eins weitergehen könnten. Ja, Between the Towers ist schon eine Institution seit über 5 Jahren. Wir haben jetzt 62 Events insgesamt gehabt, haben jetzt 216 Pitches, 125 Speakers und über 10.000 Gäste. Jetzt haben sich heute hier über 300, fast 400 Leute angemeldet. Da müssen wir gucken, wie wir die Zahl dann vielleicht in Zukunft dann digital im Live-Ticker auch dann hier weiter hochfahren können. Wenn wir noch eins weitergehen, kommen wir zu unseren Vorschlägen. Lassen wir ein bisschen länger auch da, die alle jetzt auch natürlich in einem Online-Format, in einem Webinar-Format sind. Einmal hier Digital Finance und Covid-19 von der Europäischen Kommission am 15. Dann Bar on the Block, was ist das Impact von Covid? Das ist natürlich alles jetzt genau dieses Thema. Aber dann auch am 14. April, wie wird Decentralized Finance die Zukunft des Kapitalmarkts bestimmen? Und natürlich der Reminder, wir werden Anfang Mai mit dem Thema Quantencomputer Between the Towers. Vermutlich auch streamen, aber wir gucken mal, was so die nächsten Wochen bringen. Und deswegen versuchen wir mal hier euch schon mal ein bisschen Ausblick zu geben, was das nächste Thema ist. Wenn du eins weitergehst, bitte, Katrin. Ja, wir haben ein paar Awards gewonnen. Hier Innovator des Jahres, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Haben jetzt auch eine Förderung vom BMWI bekommen zu dem Thema, was eine Identitätslösung, Lissi, auf die ich gleich nochmal kommen werde. Let's Initiate Self-Sovereign Identity.
wo auch einer der Kollegen, der Andreas, da auch mit dabei arbeitet. Funkkapital, innovativste Unternehmen Deutschland dieses Jahr gewonnen, Startup Award, eines der besten Investoren und dann im letzten Jahr Digital Banking, Corporate Banking Award of the Year. Also einfach mal zu zeigen, dass wir da auch das ein oder andere damit gerockt haben. Eins weiter bitte, Katrin. Ganz wichtiger Fokus seit letztem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie beeinflusst eigentlich Nachhaltigkeit und die UN Sustainability Goals uns, unser Handeln, nicht nur auf der Investmentseite, wo wir dann auch die Termsheets anpassen werden und gucken, wie können sich auch die Startups, in die wir investieren, hier runter mit einbringen, aber auch in unserem ganz normalen Betrieb. Wie können wir gewisse Sachen mit sorgfältiger mit Energie umgehen? Wie können wir versuchen, verschiedene Sachen effizienter zu nutzen? Und es betrifft eben alle Bereiche, sei es Community Building, Venture und Prototyping. Und davon werdet ihr noch sehr viel von uns hören, sei es über die Investmentseite, Venture Impact Fund und so weiter. Aber das wird ein ganz wesentlicher Punkt für uns sein, wie wir uns auch die nächsten Schritte im Mining Water vorstellen. Noch eins weiter geht's bitte. Ja, dann kommen wir zum Ventures-Bereich. Noch eins weiter. Wie gesagt, sind eine der führenden Venture Capital-backed Firmen im Augenblick. Nach Anzahl der Transaktionen, und die Zahl stimmt, glaube ich, seit dieser Woche auch nicht mehr ganz, sind wir jetzt Nummer 3 nach Goldman und Citi. Die Zahlen sind jetzt bis Q1 20, sind Nummer 1 in Europa. Also haben da, glaube ich, schon in der Kombination zwischen Mining Incubator und Commerce Ventures, wie gesagt, der Frühphase-Investor investieren 250.000 bis 2 Millionen. Commerce Ventures 2 Millionen bis 20 Millionen, sind da also sehr stark unterwegs. Wenn du eins weitergehst, bitte vielleicht mal hier eine Auswahl der Portfoliounternehmen, in die wir investiert sind, in den Bereich Commerce and Payments, Data Analytics, Machine Learning, Financial Service, Technology, InsurTech und PropTech, Social Trading, Personal Finance, Nachhaltigkeit und UN-ESG. Also hier sollte hoffentlich auch Unternehmen von Andreas irgendwo dabei sein, aber der wird später noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wenn wir noch eins weitergehen, von unserem Portfoliounternehmen ist es uns gelungen, und das ist uns auch ganz wichtig, 74% unserer Startups und der Lösungen in der Bank oder bei unseren Kunden zu integrieren. Wir haben über 3000 Startups gesehen, haben da auch schon 2 Exits gemacht und sind da, wie gesagt, glaube ich, sehr stark daran interessiert, an der Kooperation mit Startups, was wir machen können. Noch eins weiter geht's bitte. Ja, dann kommen wir zum dritten Thema, Prototyping, wo wir im Grunde genommen uns an diesen Technology Readiness Level adressieren. 1 bis 3 bedeutet, das sind einfach Zukunftstechnologien, da beschäftigen wir uns 5 bis 10% im Mining Incubator damit. Wie werden diese die Gesellschaft beeinflussen? In dem gelben Bereich hier 4, 5 und 6 geht es darum, wie können da Bankanwendungen neu gedacht werden? Und 7, 8 und 9 haben wir zum Jahreswechsel jetzt abgegeben, weil die sind schon in Produktion, sei es jetzt Big Data, Machine Learning, aber auch Blockchain sind inzwischen in der Bank, weil wir die schon in Produktion haben in der Commerzbank. Nächste Slide bitte. Ganz kurz, nochmal eins zurück. Wir müssen noch ein Jobangebot haben, sonst vergessen es die Leute. Katrin, nochmal 2 zurück. Noch zurück. Da, noch zurück. Andere Richtung leider. Das kriegen wir schon hin. Noch zurück? Ja. Ja, ganz wichtig. Lissi hatte ich gerade eben erwähnt. Wie gesagt, wir suchen gerade zum einen einen Softwareentwickler und auch sowohl einen Praktikanten als auch einen Festangestellten. Also wenn ihr das hört, wenn ihr es seht, die Stellen sind auch bei uns auf der Webseite ausgeschrieben. Würden uns freuen, wenn ihr euch bei uns bewerbt. Sind gerade dabei, eben ganz coole Plattform hier zu bauen, auf Basis Identitäten für natürliche Personen, für juristische Personen, aber auch für Dinge, die mit dem Internet verbunden sind. Jetzt gehen wir wieder weiter in, was du mir vorhin gezeigt hast. Warum beschäftigen wir uns, warum beschäftigen wir uns mit Cyber Security? Hier habe ich einfach mal heute exemplarisch auch, weil ich ja eben nicht so ein Experte bin wie hier, die Kollegen, die gleich folgen werden. Das ganze Thema während der Homeoffice-Phase ist natürlich eine neue Dimension auch nochmal mit dem Covid-19-Pandemie, weil viele Unternehmen müssen sich darauf einstellen, weil viele eben Mitarbeiter ins Homeoffice setzen. Was bedeutet es aber? Da kommen neue Probleme, weil so viele Zugriffe kennen die Unternehmen normalerweise nicht. Cyberkriminelle versuchen das auch auszunutzen, versuchen da sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen hier irgendwo unter Druck zu setzen oder eben ihre Machenschaften da
auf illegaler Weise zu fangen. Es gibt aber auch Maßnahmen, die man hier treffen kann, um sich selbst irgendwie zu schützen. Deswegen nur ganz kurz hier wirklich eins der Themen, und wir haben das verlinkt, vom WEF wurde, also World Economic Forum, wurde das gerade diese Woche nochmal geschickt. Da ist auch der QR-Code dazu. Also es ist wirklich ganz wichtig, gerade auch in dieser Zeit, Work from Home, die Passwörter regelmäßig zu ändern, sorgfältig auszuwählen, die Betriebssysteme und Software regelmäßig abzudaten, nicht zu vermischen, privat und persönliche Arbeiten, eben zu gucken, dass man eben solchen Covid-19-Betrügern, auch bei uns kommt das alle zwei Tage irgendwie oder zweimal am Tag sogar vor, dann sichere auch deinen privaten Wi-Fi-Zugang und wenn es irgendwie geht, verwende VPNs, Virtual Private Networks, wo du dann eben mit reingehen kannst. Wenn du noch eins weitergehst, weil meine Zeit ist auch gleich ab. So, was erwartet euch heute? Ganz spannend, wie ich schon sagte, nach mir folgt die Ute Richter vom Digital Hub Cyber Security, die uns Kurzvorstellung geben wird, was sie so machen und was sie Spannendes gerade bewegt. Dann kriegen wir vom Rico, vom Cyberlink, eine Einführung und die Keynote heute Abend. Und danach folgen drei Pitches von Startups, einmal Code Intelligence, Autata und Veronym, die letztendlich 10 Minuten haben, um ihr Unternehmen zu zeigen. Und da gibt es vielleicht Möglichkeiten der Frage-Antwort. Wie gesagt, für uns ist es ja auch alles neu. Deswegen gibt uns Feedback, sagt, wenn man zu spitz hat, zu lange geredet oder das läuft gut und schlecht. Freuen uns über jedes Feedback. Wie gesagt, nochmal, wenn ihr uns auf Twitter und so, nächste Seite, verfolgen wollt, das sind unsere Handles, @BT Towers, Between the Towers, also bitte das hier nutzen und uns sehen, dass ganz viele mehr Follower, weil wir sind ja diesmal nicht gebunden an eine Lokation, sondern hier virtuell. Und damit übergebe ich jetzt, wenn das okay ist, an die Ute. Vielen Dank erstmal. Ute? Du bist noch stumm. Und sobald du auf Unmute gedrückt hast. Ute, du bist noch stumm. So, hört ihr mich jetzt? Jetzt ist gut und jetzt werde ich stumm. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass wir den Bildschirm auch geteilt kriegen. Weil jetzt hier gerade sich das Programm natürlich passend zum Auftakt, irgendwie hat sich jetzt das Programm ein bisschen verschossen. Ihr seht jetzt den Bildschirm leider noch nicht, ne? Katrin, kannst du mal meine Präsentation machen, damit das für die Leute nicht so langweilig ist, während ich hier probiere, sozusagen dieses System wieder aufrecht zu kriegen? Michael, ich glaube, ich habe hier ein technisches Problem. Das ist jetzt natürlich echt saublöd. Machen wir doch Folgendes. Rico, wärst du soweit? Willst du dann anfangen? Das wäre gar kein Problem. Dann versuche ich einfach mal meinen Bildschirm zu teilen. Ganz spontan und dann gucken wir, dass wir dich dahinter kriegen, ja? Perfekt. Okay. Super gut. Also jetzt kommt Rico Schumann. Der gibt uns die Einblicke, was die Sicherheitsrisiken sind. Rico, seht ihr meinen Bildschirm schon? Seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Ha, perfekt. Damit möchte ich auch euch recht herzlich begrüßen zu meiner Präsentation unter den doch besonderen Umständen und möchte mich auf jeden Fall auch nochmal recht herzlich für die Einladung bedanken. Und ich würde euch gerne innerhalb meiner Präsentation einen kleinen Überblick über die aktuellen Sicherheitsrisiken geben. Und im Vorfeld werde ich nochmal auf die Rolle der Informationstechnologie und Daten im Allgemeinen eingehen, um deren Schutz- und Sicherheitsbedürfnis eben besser definieren zu können. Nochmal kurz vorab, wer spricht überhaupt zu Ihnen? Mein Name ist Rico Schumann, ich arbeite nun etwas mehr als 4 Jahre als Pre-Sales Engineer bei CenturyLink, beziehungsweise habe ich noch bei der Betrei Communications angefangen und bin dort eben das technische Pendant unserer Account Manager und berate eben auf der technischen Ebene unseren Kunden und versuche eben die beste technische Lösung zu finden. Kommen wir auch schon zur Agenda. Die Agenda besteht im Wesentlichen aus 6 Punkten, wobei die ersten 4 Punkte tatsächlich theoretischer Natur sind. Wir werden uns erst zu der Frage widmen, was denn überhaupt bedroht ist, um danach eben explizit auf die größten 15 Sicherheitsrisiken eingehen zu können. Danach werde ich mir ein Sicherheitsrisiko, die Denial-of-Service-Attacken, raussuchen, um die etwas näher zu erläutern, um dann den daraus resultierenden Schaden etwas näher beleuchten zu können. Zum Schluss stelle ich eben nochmal CenturyLink vor
und unsere Strategie, wie wir gegen DDoS-Angriffe vorgehen können. Kommen wir auch schon zur ersten Frage. Was ist denn überhaupt bedroht? Und im Grunde genommen, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Die Informationssysteme sind bedroht. Und das lässt sich tatsächlich schon aus der Unternehmensstrategie ableiten. Die Unternehmensstrategie beschäftigt sich im Allgemeinen damit, wie sich ein Unternehmen strategisch ausrichtet, wie der Name schon sagt. Ein Beispiel dafür könnte sein, dass ein Unternehmen beschließt, einen neuen Standort zu eröffnen, und dementsprechend müssen sich natürlich die Informationssysteme auch neu ausrichten. An dem neuen Standort wird zum Beispiel ein Internet-Access benötigt, ein Cloud-Connect-Service oder auch vielleicht ein neues IPVPN, beziehungsweise muss der Standort Teil eines Weitverkehrsnetzwerks sein. Das bedeutet, das Unternehmen hat gehandelt, eine neue Entscheidung getroffen und die Informationssysteme mussten dementsprechend agieren. Zum gleichen Zeitpunkt befähigen die Informationssysteme natürlich aber auch die Unternehmen, neue Absatzmärkte zu erschließen, neue Produkte zu entwickeln und natürlich kontinuierlich auch die Sensorik und Messtechnik aufgrund der digitalen Struktur zu verbessern. Jetzt haben wir gesehen, dass die Informationssysteme natürlich ein wahnsinnig wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie ist. Das liegt daran, dass einfach viele Teile unserer Wertschöpfungskette bereits vollkommen digitalisiert sind. Und dabei ist es unabhängig, ob wir zum Beispiel über eine Bank, über einen Automobilzulieferer oder über einen Servicedienstleister sprechen. Denn all diese wichtigen Bestandteile unserer Wertschöpfungskette sind digitalisiert. Das bedeutet, wir betrachten unsere Prozesskette zumindest relativ abstrahiert und haben festgestellt, okay, viele Dinge davon sind digitalisiert. Und dass wir natürlich nicht nur die Prozesskette betrachten müssen, sondern auch die Daten wird eigentlich deutlich anhand der digitalen Transformation, ohne jetzt dieses typische Buzzword-Bingo spielen zu wollen. Denn im Grunde genommen haben wir angefangen Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Dampfmaschine, um dann im Laufe der Zeit über die Elektrifizierung zu sprechen, bis hin zu Leiterplatten. Und aktuell sind wir eben bei Virtual Reality oder Artificial Reality angekommen. Das bedeutet, dass sich einerseits natürlich die komplette Wertschöpfungskette geändert hat, die Unternehmen selbst haben sich geändert, aber auch die Rohstoffe, auf die Unternehmen zugreifen, haben sich natürlich massiv geändert. Ich meine, Mitte des 18. Jahrhunderts haben wir noch zum Beispiel über Kohle gesprochen. Währenddessen wir aktuell eigentlich über den wohl wahrscheinlich wichtigsten Rohstoff unserer Zeit sprechen, und zwar über Daten. Und hier sieht man eindeutig, dass nichts stetiger ist als der Wandel. Und wie wichtig Daten sind, das hat natürlich nicht nur CenturyLink erkannt oder ich, sondern das ist schon viel, viel länger passiert. Und zwar sind Daten oder beziehungsweise inwieweit Daten zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen, ein Teil des Wissensmanagements. Und auf was ich genau hinaus möchte, ist tatsächlich die Wissenstreppe. Die Wissenstreppe oder beziehungsweise den Griff haben vielleicht schon einige innerhalb ihres Studiums oder der Ausbildung oder des Abiturs gehört. Denn die Wissenstreppe sagt im Endeffekt nichts aus, wie wir von Zeichen zur Wettbewerbsfähigkeit bekommen. Wenn ich jetzt sage 6,7, dann werden sich jetzt alle denken, okay, was will der Schumann von uns? Aber im Endeffekt ist es genau das, worauf auch die Unternehmen abzielen. Weil 6,7 ist einfach erstmal eine Kommazahl. Wenn ich dem Ganzen jetzt noch eine weitere Syntax hinzufüge, wie zum Beispiel 6,7 Grad Celsius, dann können wir daraus eine Information ableiten. Wir wissen also bei 6,7 Grad, es ist eine Temperaturangabe. Und daraus können wir nun Wissen, Können und Handlungen ableiten. Bei 6,7 Grad können wir uns nun überlegen, okay, das ist vielleicht doch noch relativ kühl und wir müssen uns eine Jacke anziehen, wenn wir zum Beispiel nach draußen gehen. Und im Vergleich zu einer Person, die diese Information nicht hatte, können wir nun selbst die Jacke anziehen, nach draußen gehen und uns nicht kalt. Und die Person, die diese Information nicht hatte, steht nun draußen im T-Shirt und dieser Person ist kalt. Das bedeutet, wir haben quasi aus einer Zeichenkette beziehungsweise aus Informationen Wissen geschöpft. Und das machen natürlich die Unternehmen in einem gleichen Maße. Ein tolles Beispiel, was mir tatsächlich dazu einfällt, und das muss ich auch tatsächlich von einem guten Arbeitskollegen Unternehmen übernehmen, das ist der Müdigkeitssensor im Auto. Der Müdigkeitssensor im Auto wurde dazu verbaut, um einfach die Müdigkeit der Fahrer festzustellen. Am Anfang war es so eine kleine Kamera, die neben dem Spiegel angebracht war und tatsächlich einfach nur auf die Augenform geachtet hat. Das System wurde implementiert, viele Leute haben das gekauft und wurde eigentlich auch gut akzeptiert.
Die große Herausforderung, die allerdings dadurch entstanden ist, dass nach und nach immer mehr Kunden sich darüber beschwert hat. Und daraus folgte im Endeffekt, dass die Unternehmen sich natürlich die Beschwerden angeschaut haben, diese analysiert haben und festgestellt haben, dass relativ viele Asiaten sich über das System beschwert haben. Und die Ursache für diese Beschwerden war natürlich, dass die Asiaten eine komplett andere Anatomie haben als zum Beispiel die westliche Welt. Also haben die Automobilhersteller gehandelt und haben dieses System verbessert, indem sie einfach weitere Daten zu ihrem System hinzugefügt haben. Also man hat zum Beispiel darauf geachtet, ob man vielleicht die letzte halbe Stunde nur mit dem Tempomat gefahren ist, ob man die Temperatur vielleicht nach oben oder unten geregelt hat oder ob man auch einfach das Radio lauter oder leiser gemacht hat. Und hier sieht man ganz eindeutig, dass auch das digitale Business mittlerweile 100% datengesteuert ist und man sich wirklich auf die Daten der Kunden beruft. Und hier kommen wir auch schon zu unserer großen Schwierigkeit, denn wir sprechen über das Internet und das Internet ist die wohl größte, aber auch wohl wahrscheinlich die wichtigste Geschäftsplattform, die unsere heutige Zeit zu bieten hat. Denn 2017 und 2019, beziehungsweise der Vergleich der beiden großen Blöcke zeigt, dass wir innerhalb von 2 Jahren pro Minute ungefähr $250.000 mehr im Internet ausgeben als noch vor 2 Jahren. Und das ist eben die große Herausforderung, vor der das Internet steht. Denn wir haben auf einer Seite natürlich die unglaublich geschäftskritischen Daten, die über das Internet transportiert werden. Und auf der anderen Seite haben wir den Content, wie zum Beispiel Netflix, die pro Minute knapp 700.000 Stunden Stream übertragen. Denn nicht nur das Unternehmen an sich selbst oder die Unternehmungen an sich selbst haben sich verändert, sondern das komplette digitale Business hat sich verändert. Währenddessen wir früher uns vielleicht noch irgendwie über Briefe beworben haben, geht es nun locker, leicht über irgendwelche Online-Webportale bei LinkedIn. Aber auch zum Beispiel Instagram ist ein Paradebeispiel, wie sich das digitale Business geändert hat. Und hier sieht man auch wieder, wie die Informationstechnologie die Unternehmen tatsächlich dazu befähigen, neue Absatzmärkte zu erschließen. Und hier kommen wir auch schon quasi zu den 15 größten Cybersicherheitsrisiken. Das erste Risiko ist tatsächlich, dass es eigentlich einen ungenügenden Schutz für Malware gibt. Malware ist im Grunde genommen tatsächlich erstmal der Überbegriff für Schadsoftware, wie Viren, Würmer, trojanische Pferde. Also im Grunde genommen irgendwelche Angreifer, die versuchen, sich Zugang zu unserem Netzwerk zu verschaffen und damit das Unternehmen quasi zu stören. Ein Beispiel eines unserer Kunden, was passiert ist, ist tatsächlich am Anfang dieses Jahres passiert. Und zwar ist einem unserer Kunden ein Mailangriff passiert. Und infolgedessen musste er ein dediziertes forensisches Expertenteam ins Leben rufen, um tatsächlich überhaupt erst diese Cybersicherheitslücke erkennen zu können. Darüber hinaus muss er eine explizite Taskforce ins Leben rufen, um die komplette Umgebung, die er seinen Kunden quasi angeboten hatte, in die Cloud zu migrieren. Das bedeutet, alle diese Aktivitäten mussten relativ zügig infolge dieses Angriffs passieren, was natürlich alles mit unglaublichen Kosten verbunden war. Der nächste Punkt sind Zufälle, Schwachstellen in Software. Nun könnte sich jeder denken, ja, Software, okay, ich kaufe die im Endeffekt von irgendeinem Anbieter und ich muss natürlich dem Anbieter vertrauen. Nur die große Herausforderung ist dabei, dass natürlich in jeder Software, egal ob das nun zum Beispiel in einer PlayStation, in einem Internet of Things Gerät, auf einem Laptop, auf einem iPhone oder auch in einem Auto installierter Software, befinden sich überall Fehler. Denn man sagt ungefähr statistisch, aller 3000 Zeilen Code befindet sich ein Fehler in Software. Das kann zum Beispiel ein größer Gleichzeichen sein, was mit einem kleiner Gleichzeichen verwechselt wurde. Und man könnte sich erstmal denken, okay, wie dramatisch kann denn so ein kleiner Kommafehler oder auch so ein Verwechseln von Zeichen sein? Naja, das Ganze hat sich bereits im 4. Juni 1996 zugetragen, wo es sich herausgestellt hat, wie unglaublich dramatisch doch so ein Softwarefehler sein kann. Denn am 4. Juni 1996 ist die Ariane 5-Rakete abgestürzt aufgrund eines Softwarefehlers.
Und zwar wurden viele Teile der Software der Ariane 5-Rakete von der Ariane 4-Rakete übernommen. Jedoch war dieses Modell wesentlich kleiner und die Beschleunigungswerte wurden in einem Integer statt in einem Float gespeichert. Und das hat bedeutet, dass tatsächlich, als der Integer-Wert voll war, wurden weitere Datenspeicher überschrieben und das hat die Rakete dazu veranlasst, dass sie abgestürzt ist. Und am Rande noch erwähnt, ein klassisches Betriebssystem wie zum Beispiel Windows 10 hat ungefähr 10 Millionen Zeilen Code. Also kann sich quasi jeder selbst ausrechnen, wie viele Fehler tatsächlich in diesem Betriebssystem stecken könnten. Der nächste Punkt ist, dass es eigentlich keine einheitliche Lösung für Identifikation, Authentifizierung oder für das Speichern von Daten gibt. Hier denke ich konkret an das Unternehmen, das auch wirklich in allen Medien damit wirbt, Mund auf Stäbchen rein Spender sein und die tatsächlich etwas Unglaubliches Gutes verrichten wollen, indem sie weltweit verschiedensten Spender in verschiedensten Regionen suchen und natürlich diese Daten auch in einer gewissen Art und Weise zentral speichern wollen. Dadurch, dass es aber in der Abhängigkeit des Landes, wie zum Beispiel in Amerika mit dem HIPAA-Gesetz oder in Deutschland mit GDPR, steht das Unternehmen vor einer großen Herausforderung, eine zentrale Datenbank zu schaffen, in der alle Daten in einer gleichen Art und Weise gespeichert werden können. Die nächste Herausforderung sind tatsächlich schon die Webseiten an sich im Internet. Denn eigentlich sollte jeder darauf achten, dass wenn man im Internet surft, dass alle Webseiten über Zertifikate geschützt werden. In der Regel unterstützen klassische Content-Provider Zertifikate bis 4096 Bits. Und wenn dieses Zertifikat oder diese Zertifikate nicht implementiert sind, können unglaubliche Geschäftsschäden für potenzielle Kunden entstehen. Ein klassisches Beispiel könnte dafür ein CenturyLink-Kunde sein, und zwar die EasyJet. Die EasyJet verkauft in der Regel ungefähr 10 Sitzplätze pro Sekunde. Das bedeutet, sie machen einen etwaigen Umsatz von ca. 4 Millionen Dollar pro Stunde. Und wenn diese Transaktionsdaten nun ungesichert über das Internet transportiert werden, dann bieten die natürlich auch einen wahnsinnigen Spielraum für Angreifer, diese Daten eben abzugreifen. Und dadurch können natürlich sowohl den Unternehmen als auch den Privatpersonen geschadet werden. Internetkompetenz. Internetkompetenz ist tatsächlich ein sehr breiter Begriff. Die große Herausforderung, wie ich finde, ist, dass wir eine Plattform geschaffen haben, die natürlich von jung bis alt genutzt werden kann. Das bedeutet, meine Oma kann natürlich genauso das Internet verwenden wie meine kleine Schwester. Und ich finde, hier entstehen auch gerade interdisziplinäre Schwierigkeiten, über die wir uns natürlich Gedanken machen müssen, denn jede Generation selbst geht natürlich auch unterschiedlich mit dem Internet um. Ich meine, denken wir einfach mal an uns selbst. Wie leichtfertig klicken wir denn dieses Cookies akzeptieren auf jeder Webseite eigentlich einfach weg? Der nächste Punkt sind unsichere Internet of Things Geräte. Und Internet of Things Geräte wird wahrscheinlich mittlerweile auch jeder zu Hause haben. Ob es nun der Staubsaugerroboter ist oder vielleicht eine smarte Glühbirne. Alle diese Geräte verwenden wir zu Hause und ich selbst bin nicht besser. Ich selbst habe auch erst vor kurzer Zeit mir so eine smarte Glühbirne gekauft, habe die ausgepackt, sofort installiert und angesteckt. Und im Endeffekt ist mir im Nachhinein im Zuge dieser Präsentation aufgefallen, dass ich tatsächlich nie das Standardpasswort geändert habe. Und dadurch, dass das Passwort nie geändert wurde, spielte das natürlich potenziellen Angreifern unglaublich gut in die Karten, da dieses Gerät theoretischerweise kompromittiert werden kann. Eine E-Mail ist wie eine Postkarte. Haben Sie sich überhaupt schon mal Gedanken gemacht, ob Ihre E-Mails, die Sie tagtäglich so schreiben, überhaupt Ende zu Ende verschlüsselt werden? Denn laut einer Statistik von Statista werden gerade mal 13,5% aller E-Mails Ende zu Ende verschlüsselt. Und gerade mal jede zweite Person, die diese Statistik beantwortet hat, macht sich überhaupt Gedanken darüber, ob die E-Mail verschlüsselt ist oder nicht. Und hier sollte man sich tatsächlich fragen, welche Informationen tausche ich denn über E-Mails aus? Schreibe ich in E-Mails zum Beispiel meine persönlichen Kreditkarten oder Kundeninformationen mit rein? Oder wird meine E-Mail tatsächlich verschlüsselt?
Das Bezahlen mit persönlichen Daten ist eigentlich ziemlich groß mittlerweile in den Medien gewesen. Und ja, natürlich im Zuge der Digitalisierung entstehen auch immer weitere Geschäftsmodelle, was auch absolut nicht negativ ist. Allerdings sollte man natürlich immer hinterfragen, mit welchen Informationen ich denn persönlich bezahle. Ein konkretes Beispiel war dafür eine Online-Bank vor einigen Jahren. Die haben einen Kredit vergeben in Höhe von 1.000 Euro mit einem Zins von minus 0,4%. Das bedeutet, man hätte gerade mal 996 Euro zurückzahlen müssen. Nur wo ist der Haken? Im Endeffekt war der Haken dabei, dass man hätte sich im Bestellportal für diesen Zins mit seinen Online-Banking-Daten registrieren müssen und hätte dann seine kompletten Online-Banking-Aktivitäten dem Unternehmen freiwillig zur Verfügung gestellt. Anhand dessen hätte natürlich in einer gewissen Art und Weise verschiedene Kaufprofile und Bewegungsprofile erstellt werden. Das nächste Problem ist, mit dem man sich bewusst sein sollte, dass es natürlich immer manipulierte IT- und IT-Sicherheitstechnologien gibt. Dadurch, dass natürlich viele IT-Systeme immer noch von Menschen bedient werden, können natürlich auch immerhin weiter Fehler passieren, beziehungsweise werden natürlich manchmal explizit gewisse Sicherheitslücken eingebaut. Darüber hinaus sollte man sich Gedanken machen, wo steht denn überhaupt meine Hardware und wo lager oder wo speichere ich denn meine Software? Gibt es denn überhaupt noch physische Zugänge zu der Software oder ist die tatsächlich schon komplett abgeschottet gegenüber Angreifern? Vor allem im Unternehmensumfeld sollte man sich Gedanken machen, welchen Zugang gebe ich denn meinen Mitarbeitern? Dürfen denn Mitarbeiter einfach gewisse Informationen und Daten kopieren, zum Beispiel auf USB-Sticks, oder darf ich irgendwelche Cloud-Anbieter oder Cloud-Dienste auf meinem Laptop installieren? Zum Beispiel bei uns ist es so, dass sowohl alle USB-Ports als auch Fremdsoftware nicht installiert werden darf, um eben diesem Risiko vorzubeugen. Social Engineering ist gerade im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden, denn Social Engineering betitelt erstmal das zwischenmenschliche Beeinflussen von potenziellen Mitarbeitern. Das bedeutet, jemand im Unternehmen wird von außen beeinflusst, um vielleicht eine gewisse Anzahl an Daten oder auch Zugängen eben mit potenziellen Angreifern zu teilen und dadurch natürlich dem Unternehmen direkt oder auch indirekt zu schaden. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch interdisziplinäre Themen, denn wir haben auf einerseits natürlich die ganzen Sicherheitsrisiken, die wir in einer gewissen Art und Weise abdecken können, die natürlich von der IT geschaffen sind, aber wir haben natürlich auch menschliche Risiken oder auch menschliche Fehler, die einfach passieren können und die natürlich mögliche Sicherheitsrisiken mit sich bringen können. Darüber hinaus, wie auch jeder wahrscheinlich in den aktuellen Medien gehört hat, sind Fake News natürlich kontinuierlich weiterhin ein Sicherheitsrisiko. Denn Administratoren könnten aufgrund von Fake News natürlich dazu verleitet werden, potenzielle Änderungen relativ schnell umzusetzen, ohne die überhaupt explizit zu verifizieren. Und der letzte Punkt sind natürlich, der wohl wahrscheinlich größte Punkt in der heutigen Zeit ist der Fachkräftemangel. Denn Fachkräfte sind natürlich auf der einen Seite immer teurer und natürlich auch immer schwer zu finden. Und das sind tatsächlich schon die 15 größten Cybersicherheitsrisiken, die es natürlich aus Unternehmenssicht, aber auch aus privater Sicht zu betrachten gilt. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch unsere Angreifer. Und unsere Angreifer wollen sich natürlich diese Sicherheitsrisiken im Optimalfall in einer gewissen Kombination zu Gebrauch machen. Und das passiert eben durch die Distributed Denial-of-Service-Angriffe. Bei den DOS-Angriffen handelt es sich tatsächlich eigentlich nur in Anführungsstrichen um eine Überlastung eines potenziellen Webdienst oder eines Servers oder allgemein eines Devices, welches im Internet hängt. Dieses wird durch zu viele Anfragen einfach überlastet. Und bei einer Distributed Denial-of-Service-Attacke handelt es sich eben um die geografische Verteilung. Das bedeutet, ein Angreifer verschafft sich Zugang zu möglichst vielen Geräten, die im Optimalfall über die komplette Welt verteilt sind und versucht dann einen zentralen Server anzugreifen. Und durch diesen Angriff
kann der Server normale Anfragen quasi nicht mehr beantworten, weil er einfach überlastet ist. Und welche Risiken daraus resultieren kann, sind in der folgenden Folie dargestellt. Und damit sind wir auch schon circa bei der Hälfte meines Vortrags angekommen. Denn die Kosten, die im Schadenfall auf der rechten Seite stehen, stehen in keinem Verhältnis, die zu den Kosten der Schutzmaßnahmen auf der linken Seite stehen. Denn einerseits haben wir natürlich Kosten, die selbstverständlicherweise in einer gewissen Art und Weise entstehen. Zum Beispiel, dass die Betriebsunterbrechung natürlich in einer gewissen Art und Weise monetär berechenbar ist. Auch gewisse Wiederherstellungskosten sind natürlich in Zahlen zu fassen, aber auch Kosten, die durch Erpressung entstehen konnten, durch Rechtsberatung, durchs Krisenmanagement, sind alles Kosten, an die wir quasi eine Zahl schreiben können. Die Kosten, die natürlich auf keine Art und Weise irgendwie gedeckt werden können, sind Reputationsschäden. Und gerade hier kommen wir zu einem wesentlichen Punkt, die deren Problem den Unternehmen oder die Unternehmen stehen dieser Herausforderung quasi nochmal neu. Die Reputationsschäden sind unglaublich hoch, da diese nämlich nicht in eine Zahl gefasst werden können. Währenddessen wir auf der anderen Seite einen klassischen DDoS Mitigation Service haben und eventuell auch einen Threat Intelligence Service, um eben diesen Angriffen vorbeugen zu können. Und jetzt kommen wir auch schon zu CenturyLink, denn CenturyLink ist ein Technologieprovider bzw. ein Carrier One, wie es so schön heißt. Und wir haben mehr als 720.000 Kilometer eigene Glasfaser. Und unser komplettes Netzwerk müssen wir natürlich tagtäglich monitoren. Wir haben eigene Router, wir haben eigene Servers. All diese Geräte monitoren wir mit NetFlow-Session. Und alle diese NetFlow-Sessions lassen wir in unsere Algorithmen einfließen und analysieren die natürlich kontinuierlich. Wir haben eine eigene Security Sicherheitsabteilung beziehungsweise eine Forschungsabteilung, die Black Lotus Labs, die natürlich sprichwörtlich tagtäglich nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Und wir analysieren natürlich kontinuierlich die Statistiken, um zum Beispiel im Laufe des Jahres einen Threat Report zu kreieren beziehungsweise um auch einen Threat Intelligence Service anbieten zu können. Diesen Threat Report, dessen Ausschnitt oder ein Teil des Ausschnitts, den wir hier sehen, besagt, dass zum Beispiel Deutschland mehr als 2400 Command- und Control-Server oder Command- und Control-Hosts beinhaltet. Das bedeutet, diese Command- und Control-Server werden von potenziellen Angreifern kompromittiert, um dann eventuelle weitere Bots zu dem Botnetzwerk hinzufügen zu können. Das bedeutet, diese 2400 Server, die hier für Deutschland gelistet sind, sind nur ein Teil dieses Botnetzwerkes und das potenzielle Botnetzwerk ist wesentlich größer und kann natürlich auch einen dementsprechend viel, viel größeren Schaden anrichten. Aber auch in der Übersicht, wie viele Bedrohungen es überhaupt gibt, finde ich es immer noch unglaublich, dass Deutschland immer noch auf Platz 10 ist. Und da Statistiken unglaublich toll sind und wir noch weitere Statistiken erstellen können, habe ich mir einfach mal die Statistik für das Quartal 1 2019 für die DDoS-Attacken rausgesucht. Und zwar, wir als DDoS-Mitigation-Provider sind täglich ca. 120 DDoS-Attacken für unsere Kunden zu mitigieren. Das bedeutet, in Quartal 1 haben wir ca. 14.000 DDoS-Attacken mitigiert. Wobei die Medienattackengröße gerade mal in Anführungsstrichen 4 Gigabits groß ist, aber der durchschnittliche Tagespeak immerhin 31 Gigabits groß ist. Und spätestens jetzt sollte sich jeder fragen, könnte denn mein Unternehmen überhaupt so eine DDoS-Attacke von 31 Gigabits abwehren? Habe ich denn überhaupt so viel Upstream-Kapazität? Denn die größte Attacke war immerhin 430 Gigabits und im Vergleich zu der jemals größten detektierten Attacke mit mehr als 1,2 Terabit ist 31 Gigabits immer noch verschwindend gering. Wobei die Medienattackendauer gerade mal 44 Minuten war und die durchschnittliche Attackendauer rund 1 Stunde und 51 Minuten. Und hier können wir uns gerne nochmal an dieses EasyChat-Beispiel zurückerinnern, denn EasyChat
macht einen Umsatz pro Stunde von knapp 4 Millionen Dollar. Und wenn man sich hier überlegt, wenn die Webseite knapp 2 Stunden down ist, hat man knapp einen Schaden von 8 Millionen Dollar. Und das ist wirklich unglaublich. Vor allem im Vergleich dazu, dass unsere längste Attacke, die wir detektiert haben, knapp 9,5 Tage war. Und hier kommen wir eigentlich auch schon zu unserem eigentlichen DDoS-Mitigation-Schutz. Denn unser DDoS-Mitigation-Schutz ist tatsächlich unglaublich einfach aufgebaut. Denn auf der linken Seite haben wir quasi unser potenzielles Setup. Wir haben quasi einen Webserver, hier unten im Bild dargestellt, der über einen Internetanschluss an die Internetwolke angeschlossen ist. Und kontinuierlich fließt natürlich der grüne Verkehr, also der legitime Verkehr, zu dem Webserver. Wenn nun ein Angriff hier in rot dargestellt detektiert wurde, könnte man nun potenziell, wenn der Kunde Teil oder wenn er unser Kunde wäre, könnten wir die Attacke feststellen, den Traffic über eines unserer Scrubbing Sender routen und den gereinigten Verkehr im Endeffekt über einen Clean Traffic Return Path zu unserem Kunden wieder zur Verfügung stellen. Und im Groben und Ganzen kann man sich nun überlegen, okay, welche Art von DDoS Mitigation Service brauche ich denn überhaupt? Und dafür gibt es im Grunde genommen eine Checkliste, die besteht aus 4 Punkten. Zuerst muss ich mich fragen, brauche ich denn einen Always-On oder einen On-Demand-Service? Bei einem Always-On-Service läuft der Traffic kontinuierlich immer über das Scrubbing Center und wird permanent auf gewisse Anomalien untersucht. Bei einem On-Demand-Service wäre es so, dass der potenzielle Kunde natürlich unser Security Operations Center anrufen müsste und dann erst würde der Traffic quasi über das Scrubbing Center geroutet. Der nächste Punkt wäre der Clean Traffic Return Path. Das bedeutet, über welche Art und Weise muss denn nun der gereinigte Traffic zum Kunden zurückgeführt werden? Sollte es über einen Tunnel, der über das öffentliche Internet geroutet wird, fungieren? Oder soll es eine private Verbindung sein, zum Beispiel ein Internetanschluss? Wobei allerdings dabei zu erwähnen ist, dass unsere Lösung komplett carrier-neutral ist und quasi von jedem Kunden potenziell gebucht werden kann. Der nächste Punkt ist schon das Monitoring. Das Monitoring ist tatsächlich auch nur wichtig, wenn es ein On-Demand-Service ist. Denn bei dem Monitoring sprechen wir darüber, wie wird denn nun so ein Angriff erkannt? Erkenne ich den selbst und kann dann das Security Operations Center kontaktieren? Oder möchte ich, dass der Provider kontinuierlich meinen kompletten Traffic monitort? Und zum Schluss haben wir eben noch die Art und Weise, wie die Mitigation gestartet werden soll. Das kann einerseits von dem Kunden selbst gesteuert werden. Das bedeutet, es wird quasi der Traffic durch ein BGP-Announcement einfach über das Scrubbing Center geroutet. Das Ganze kann automatisiert passieren und natürlich auch durch einen einfachen Anruf bei unserem Security Operations Center. Centrelink Scrubbing Backbone. Dann denkt man sich, okay, Attacken zu mitigieren, das können doch eigentlich mittlerweile unglaublich viele Provider. Warum soll ich das Ganze denn nun bei einer Centrelink zum Beispiel einkaufen? Nun ja, weil unsere komplette Architektur sich komplett von den anderen DDoS Mitigation Providern unterscheidet. Und zwar verfolgen wir die Strategie, dass wir 19 Scrubbing Center weltweit haben. Und das besitzt meines Wissens nach kein DDoS Mitigation Provider. Denn wir haben uns auf die Fahne geschrieben, jede Attacke so nah wie möglich am Entstehungsort zu mitigieren. Das bedeutet, wir wollen möglichst wenig Internet-Traffic beeinflussen lassen durch potenzielle Angriffe. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Angriff in Amerika mitigiert, dann wollen wir den Angriff auch in Amerika, wenn der Angriff in Amerika passiert, wollen wir den natürlich auch in Amerika mitigieren und dann nur noch den gereinigten Traffic zum Beispiel nach Europa zurückführen. Und darin unterscheiden wir uns, weil natürlich möglichst wenig Kunden dadurch beeinflusst werden, dass eine riesengroße DDoS-Attacke passiert. Darüber hinaus haben wir nicht nur normale Scrubbing Center, sondern auch Super, Micro und Regional Scrubbing Center. Die Unterteilung machen wir deswegen, weil natürlich möglichst wenig Kunden durch potenzielle Angriffe gefährdet werden sollen. Wenn nun verschiedene Kunden auf einem Scrubbing Center konfiguriert sind, soll natürlich Kunde A
nicht durch einen Angriff betroffen sein, der auch Kunden B passiert. Und darum haben wir einfach die Unterscheidung. Und aufgrund der Zeit würde ich leider das Video zeigen, aber das gibt wahrscheinlich die Zeit und auch die Art und Weise der Konferenz nicht her. Und Sie können wahrscheinlich das Video nicht sehen, darum werde ich das einfach tatsächlich überspringen. Und damit komme ich auch tatsächlich schon zu CenturyLink. CenturyLink ist ein internationaler Technologieprovider mit mehr als 725.000 Kilometer eigener Glasfasertechnologie und wir haben auch eigene Transatlantikkabel und wir monitoren natürlich kontinuierlich unser eigenes Netzwerk und sind dadurch in der Lage, eben auch gewisse Security Services zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus haben wir 350 eigene Rechenzentren und 8 Security Operation Center. Mit Security Operation Center meine ich tatsächlich die Mitarbeiter, die sich tagtäglich um die Security-Belange unserer Kunden kümmern und natürlich auch versuchen, diese zu lösen. CenturyLink hat weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiter und im Folgenden sieht man auch einfach nochmal das weltweite Netz aus Glasfasern. Und hier sieht man auch deutlich, dass CenturyLink einen sehr starken Footprint in Amerika hat, aber auch natürlich in Europa ein sehr starkes Netz hat. Neben dem Security-Portfolio bieten wir natürlich auch klassische Netzwerkdienstleistungen wie Internetzugänge, MPLS, aber auch SD-WAN-Lösungen an, genauso wie Cloud-Lösungen, wobei wir die klassischen öffentlichen Cloud-Lösungen wie von AWS oder Azure unterstützen, aber wir auch unsere eigenen Cloud-Dienstleistungen von der CenturyLink Cloud anbieten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch Security-Lösungen und Voice- und Collaboration-Lösungen. Zum Schluss möchte ich nochmal auf eine kleine Zusammenfassung hinweisen und nochmal die wichtigsten Takeaways aus meinem Vortrag zusammenfassen. Denn was haben wir denn überhaupt gelernt? Daten sind der Motor unserer digitalen Industrie und das wissen wir daraus, dass eben unser digitales Business, unsere digitale Wertschöpfung eben 100% datengesteuert ist. Cybersicherheitsrisiken sind vielseitig, das habe ich gezeigt aufgrund der 15 größten Cybersicherheitsrisiken. Reputationsschaden ist nicht berechenbar im Vergleich zum Beispiel zu potenziellen Anwaltskosten oder Marketingkosten oder Kosten für die Wiederherstellung eines Systems. Und CenturyLink ist natürlich Ihr Technologiepartner für DDoS Mitigation Services. Und damit bedanke ich mich auch für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe nun das Wort an den Nächsten. Vielen Dank, Rico. Erstmal super, super spannend, richtig klasse. Gibt es noch gut, Fragen? Ja. Erstmal gut abgeholt. Und ich habe hier schon gesehen, es gibt wohl 3 Fragen und ich versuche die mal so nacheinander zu gehen, wenn es okay ist. Ja, sehr gerne. Eine Frage, sollten wir bei Covid-19-Situationen erwarten, dass eines der 15 Sicherheitsrisiken stärker im Fokus stehen? Änderung der Prioritäten? Wenn es irgendwie möglich wäre, könntest du es auf Englisch machen, sagt er, also ansonsten auf Deutsch, aber willst du das mal kurz machen? Es waren noch 2 andere und dann gehen wir zu Ute rüber. Gerade beim Masken, ich würde mal im Deutsch bleiben, gerade in der aktuellen Konstellation sind wahrscheinlich mehr Deutsche tatsächlich Leute eingewählt. Ich würde sagen, wir müssen keins stärker fokussieren, weil tatsächlich in einer gewissen Art und Weise natürlich alle unglaublich wichtig sind. Und die große Herausforderung meiner Meinung nach ist eher dabei, die Kombination der verschiedenen Sicherheitslücken eher das Problem sein kann. Denn diese werden potenziell eben von Angreifern kombiniert ausgenutzt. Okay, sehr gut. Andere Frage noch, hier kommt es, ich versuche mal zu rephrasen. Ja. Du hast über EasyJet gesprochen, natürlich ein super großes Unternehmen. Hängt es auch von der Unternehmensgröße ab oder welche Unternehmen sind deiner Meinung nach so besonders bedroht und wie kann ich eigentlich feststellen, als ich beim Unternehmen arbeite, ob ich eigentlich betroffen bin? Mhm. Muss jedes Unternehmen sich darüber Gedanken machen oder was da deine Antwort? Also prinzipiell über Cybersicherheitsrisiken sollte sich definitiv jedes Unternehmen Gedanken machen. Gerade bei DDoS ist es so,
Wenn in einer gewissen Art und Weise, dass der Umsatz natürlich primär übers Internet erzielt wird, dann sollte ich mir definitiv auch Gedanken machen, in welcher Art und Weise ich natürlich meine Webseiten auch schütze. Und gerade jetzt glaube ich auch, wo natürlich viele auch permanent zu Hause sind und viel Umsatz natürlich auch von zu Hause aus gemacht wird, dass gerade der DDoS-Schutz wirklich primär am Fokus stehen sollte. Sehr gut, sehr gut. Hier war noch kommen noch mehrere Fragen und vielleicht beantworten wir die dann wirklich im Chat, aber ich gebe dir hier nochmal die Frage. Mhm. Und zwar, wie sieht es denn aus, wenn man eure DDoS-Lösung integriert? Bedarf es da auch Hardware oder ist es reine Software oder was ist dann jetzt ganz praktisch dafür erforderlich? Und das ist dann auch die letzte Frage, die ich jetzt hier an dich stelle und dann würden wir die anderen versuchen so zu machen, bevor wir zur Ute rübergehen. Und das ist tatsächlich auch schon die einfachste Frage. Das freut mich so ein bisschen, weil im Endeffekt ist eigentlich nichts weiter nötig, weil gerade wenn man das über einen GIE-Tunnel macht, braucht man im Endeffekt eigentlich nur einen Router, wo natürlich der Internet-Upstream so und so terminiert und dort kann natürlich auch ein GIE-Tunnel terminiert werden. Im Zweifelsfall können wir natürlich auch den Clean Traffic einfach über einen Clean Traffic Return Path, also über einen Internet Direct Path, also über einen Internet-Upstream von CenturyLink terminieren. Und dazu ist tatsächlich keine weitere Hardware als bei jedem anderen Provider nicht vonnöten. Genau. Super gut. Rico, tausend Dank, um uns hier das doch recht komplexe, aber sehr wichtige Thema so wirklich greifbar zu machen. Absolut okay, auch hier den Werbeblock danach ein bisschen zu schieben, aber ihr seid ja da auch sehr relevant in dem Bereich. Deswegen super, dass du da warst. Ich würde vielleicht, wenn es möglich wäre, einige der Antworten oder einige der Fragen, die kamen, dass wir die noch bilateral, vielleicht im Hintergrund parallel beantworten können. Wenn Katrin jetzt vielleicht freigeben würde an die Ute, die ich schon hier sehe. Wie sieht es aus? Bist du bereit? Ich bin jetzt bereit, ja. Also alles klar, dann gehe ich auf Mut. Gemeistert zu haben. Nico, du auch bitte auf Mut und dann geht es da weiter und ihr könnt weiter beantworten die Fragen im Chat. Ute. Bitte. Ja, also auch von mir nochmal herzlichen Dank. Ich finde es super passend, dass ihr die Cybersecurity-Nacht oder den Abend genau heute gewählt habt, in einer Zeit, wo man sich mit Cybersecurity auch besonders beschäftigt. Und wir haben ja eben schon sehr viel gehört über Bedrohungsrisiken und Dinge, die im Raum stehen, Szenarien. Und was ich gerne machen möchte, ist kurz zu erzählen, wer wir sind als Digital Hub Cybersecurity, wer ich bin. Und auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, was Cybersecurity-Startups in Deutschland sozusagen auszeichnet, welche Anforderungen die haben. Ich bin der Managing Director vom Digital Hub Cybersecurity, bin in der Funktion auch in verschiedenen Arbeitskreisen, zum Beispiel in einem Arbeits- oder Steuerungskreis IT-Sicherheit in der Wirtschaft vom BMWI. Der beschäftigt sich mit Sicherheit für mittelständische Unternehmen. Und ich mache einen kleinen Werbeblock für diesen Kreis, weil es ist eine Non-Profit-Geschichte auch. Da sind sehr viele interessante Tools und Instrumente drauf, mit denen ihr Sachen testen könnt. Zum Beispiel das, was Rico eben erzählt hat, Websicherheit oder Internetsicherheit. Können wir sicherlich nochmal den Link nachher rumschicken. Wer ist der Digital Hub? Wir sind Teil einer nationalen Initiative. Und diese Initiative wurde 2017 von der Bundesregierung ins Leben gerufen, sitzt beim Bundeswirtschaftsministerium, mit der Zielsetzung, die Digitalisierung in Deutschland zu befördern. Und die Zielsetzung war es ursprünglich, 12 Hubs zu machen. Es sind auch 12 Standorte, aber teilweise Zwillingshubs. So sind wir zum Beispiel in Darmstadt mit dem Tech-Quartier gemeinsam einer dieser Zwillingshubs, genauso wie unsere Kollegen in Dresden und Leipzig. Und bei der Definition dieser Hubs hat man halt geguckt, was sind Zukunftstechnologien und Zukunftsbranchen. Bei den Branchen seht ihr ja auf dieser Karte, sind es Dinge wie halt Logistik, Mediatek, E-Health, Internet of Things, Smart Systems und so weiter. Und dann gibt es Querschnittsthemen, dazu zählt Cybersicherheit, IoT, wenn es nicht in die Anwendung geht, und KI. Und wir sind halt sozusagen Hubs, diese drei Hubs, die halt im Grunde über alle anderen hinweg sozusagen ihre Lösungen auch anbieten. Und diese nationale Initiative hatte immer zwei Hüte. Das eine war natürlich irgendwie nationale Perspektive einzunehmen, auch zu schauen, dass wir uns vernetzen auf einer nationalen Ebene. Da komme ich gleich nochmal drauf zu, weil wir das sehr stark auch machen als Digital Hub Cybersecurity. Und das andere ist natürlich auch immer abhängig davon, wie die jeweiligen Hubs aufgestellt sind. Das ist sehr unterschiedlich, welche Geschäftsmodelle sie verfolgen, wie sie organisatorisch eingegliedert und angebettet sind. Je nachdem haben natürlich alle Hubs auch immer eine
regionale Perspektive. Das heißt, sie probieren natürlich auch Aufmerksamkeit zu ziehen auf die jeweiligen Standorte als gute Standorte, um Digitalisierung voranzutreiben. Und wir haben in der Regel einen großen Fokus auf Startups, aber gleichermaßen sozusagen auch als Zielsetzung, Startups mit Mittelstand und Unternehmen zu vernetzen, um eben halt innovative Projekte voranzutreiben. Und es gibt auf der Hub-Seite, die jetzt auch weiter erweitert wird, jede Menge Angebote. Ich habe jetzt mal zwei rausgenommen, weil ich das denke, dass hier auch andere Startups sind, die nicht aus dem Cybersecurity-Umfeld kommen. Es gibt da zum Beispiel einen Startup-Finder, wo Startups sich registrieren können und dann halt die Möglichkeit haben, besser gesehen zu werden. Und gleichermaßen gibt es da aber auch ein Partnerprogramm oder ein Kartenprogramm, mit dem man zum Beispiel als Startup dann auch, wenn man da registriert ist und unentgeltlich registriert ist, in der Regel auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel die ganzen Coworking Spaces, die an diese verschiedenen Hubs angegliedert sind, bundesweit zu nutzen. Also wer Interesse hat, kann ich nur ermuntern, mal auf der Seite nachzugucken und entweder uns oder die anderen Hubs eben zu kontaktieren, wenn es besser passt. Also wenn ich normalerweise jetzt die Vorträge halte und das nicht in Hessen mache, ich hoffe, die Hessen haben da schon ein bisschen mehr Verständnis für, wird oft gefragt, warum ausgerechnet Darmstadt, weil der Digital Hub Cyber Security sitzt ja in Darmstadt. Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Wir haben in Darmstadt das größte europäische Cluster für angewandte Cybersicherheit. Und das ist im Vergleich halt zu dem, was sonst in Europa ist, wirklich extrem stark, auch in dem Forschungsbereich und von der Größe her. Und das ist natürlich auch sehr stark abhängig davon, dass wir seit Ende letzten Jahres das nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit haben, Athene. Und unter diesem Cybersicherheitszentrum sind halt verschiedene Player. Ich habe jetzt nur mal drei rausgenommen. Zum Beispiel die TU Darmstadt, das Fraunhofer sind, aber auch das Fraunhofer EDG und die Hochschule in Darmstadt. Und Initiativen wie wir, aber auch Initiativen wie unsere Schwesterinitiative Startup Secure, die wiederum nicht wie wir vom BMWI, sondern vom Bundesministerium für Forschung gefördert wird und wirklich ganz klar Anschubfinanzierung für Startups leistet, also auch finanzielle, monetäre Anschubfinanzierung. Denn das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass wir gesehen haben, wir haben hier eigentlich wunderbare, großartige Forschung, auch in dem Bereich der angewandten Cybersicherheit. Aber im Verhältnis zu dem, was wir national, international sehen, ist die Cybersecurity-Startup-Szene in Deutschland noch relativ klein. Die Mutter aller Cybersecurity-Startups ist ja, Länder ist ja in der Regel immer Israel, dann kommt USA. Und wir sind aber auch im europäischen Vergleich verhältnismäßig noch übersichtlich aufgestellt. Das hat sich in den letzten Jahren dank verschiedenster Initiativen schon positiv geändert. Aber da ist natürlich weiter Wachstumsbedarf. Wir sehen allerdings auch immer mehr Gründungen, die momentan passieren. Ich hatte ja gesagt, dass wir unsere Aufgabenstellung nicht nur auf so eine Region wie Darmstadt oder Hessen jetzt zum Beispiel konzentrieren, sondern halt eine Zielsetzung haben, möglichst einen guten Überblick über alle nationalen Cybersecurity-Startups zu haben und die wiederum auch gut zu vernetzen mit Investoren, mit Kunden, mit Partnern. Und das machen wir seit ungefähr 2 Jahren und wir sind mittlerweile so in Deutschland die größte Cybersecurity-Innovations-Community, die sich gebildet hatten, haben auch einen der größten und besten Überblicke über die Cybersecurity-Startups, sind mit vielen auch in Kontakt, zum Beispiel mit Autada, die ihr nachher seht, und auch mit Code Intelligence. Von daher freue ich mich auch besonders, dass die beiden heute mitpräsentieren. Das ist ein ganz kleiner Überblick über die Startups, die wir haben. So, und weil wir begonnen haben, uns mit den Cybersecurity-Startups auch richtig zu beschäftigen, haben wir natürlich auch mal geguckt, was sind deren Bedarfe? Also was sind im Grunde die Gründe, was brauchen Cybersecurity-Startups in Deutschland, damit sie im internationalen Vergleich, aber auch auf dem deutschen Markt eine höhere Rolle spielen können, eine höhere Gewichtung haben können. Und wir haben im Grunde durch Feedbacks und Umfragen, die wir gemacht haben, 3 große Schwerpunkte gesehen, was wichtig ist für Cybersecurity-Startups in Deutschland. Das allererste ist, die brauchen fast alle Pilotkunden. Das heißt, die brauchen Unternehmen, die eben sagen, ja, wir sind daran interessiert, eine innovative Lösung auszuprobieren in einem guten Rahmen, in einem überschaubaren Rahmen. Wollen wir das gerne mal testen und schauen,
ob wir mit dieser Lösung sozusagen eine gute Ergänzung zu unserer bestehenden Infrastruktur haben oder zu unseren bestehenden Lösungen. Denn wir haben in dem ganzen Portfolio, was wir haben, wirklich alle Punkte, die der Rico eben in seinem Vortrag adressiert hat. Für alle diese Punkte haben wir im Grunde auch sehr innovative Startups, die halt sehr spezielle, aber auch sehr kompatible Lösungen in diesen Bereichen anbieten und da auch neue Impulse setzen können. Das Zweite, was ein großes Problem ist, ist Aufmerksamkeit. Und das ist zum Beispiel so, dass wenn die ganzen Sachen laufen, Pitches und Veranstaltungen, dann ist natürlich irgendwie so Cybersecurity, obwohl wir das alle unheimlich wichtig finden und alle das gerne haben, mag sich doch keiner so richtig eng damit beschäftigen. Und so ein bisschen rutschen Cybersecurity-Startups oft hinten runter, wenn sozusagen die etwas mehr aufregenden, gängigeren, eingängigeren Startups sozusagen mit am Tisch sitzen. Das heißt, wir probieren auch Plattformen zu schaffen, damit Cybersecurity-Startups eben mehr Aufmerksamkeit kriegen können. Und das Dritte ist ein ganz großes Thema, das ist eine ausreichende Finanzierung. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass es verschiedenste, auch zum Beispiel wie Startup Secure Initiativen gibt, die halt sehr gut sind, wenn Startups in einer frühen Phase sind, um die halt eben anzuschieben oder auch gerade eben diese Ausgründung aus der Forschung voranzutreiben. Jetzt ist aber ein Cyber Security Startup in der Regel hochkomplex technisch und die haben eine ganze Weile daran zu forschen, bis sie das in so eine Produktreife überführen oder auch zu entwickeln, wenn sie halt sozusagen nicht aus der Forschung kommen, sondern aus, oft sehen wir auch Unternehmensgründer oder Leute, die aus dem Unternehmen kommen und gesehen haben, dass es halt bestimmte Lösungen nicht gibt. Aber sie haben halt einen hohen Entwicklungsaufwand. Und diesen Entwicklungsaufwand muss man auch finanzieren, wenn man gleichzeitig gucken will, dass man da in den Markt kommt. Und das ist bei fast jeder Veranstaltung, die wir besuchen oder die ich besuche, auch immer so ein großes Thema. Was ist ausreichender Finanzierungsbedarf? Für Cybersecurity-Startups ist der oft höher als vielleicht für andere Startups ist. Und deshalb haben die ein großes Problem ab einer gewissen Stufe, manchmal aber auch schon direkt am Anfang, ausreichende Finanzierung in Deutschland zu finden. Da gibt es ja zahlreiche Initiativen, die sich mittlerweile damit beschäftigen, das auch attraktiver zu machen, weil wir sonst was sehen, was eigentlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Wir sehen dann oft, dass halt ausländische Investoren sehr früh schon einsteigen in diese Unternehmen und die Unternehmen dann sozusagen Teil ihrer IP nicht mehr vor Ort haben, sondern im Grunde auch in einen internationalen Kontext abgeben und oft auch dann entsprechend verkauft werden. Und eine Zielsetzung ist es ja auch halt, diesen Cybersecurity-Bereich, den kommerziellen Cybersecurity-Bereich mit Lösungen, die halt bestimmte Anforderungen auch erfüllen, die halt spezifisch sind für den europäischen oder für den deutschen Markt, diesen Bereich eben auch durch diese Initiative zu stärken. So, wenn wir also jetzt sagen, das sind die drei größten Painpoints, die Cybersecurity-Startups haben, ist das im Grunde, was wir uns entschieden haben zu machen. Wir haben halt geguckt, also viele unserer Kollegen in den Hubs haben Coworking Spaces und haben auch eigene Inkubatoren und Accelerator. Und wir haben auch verschiedene Formate. Aber vor allen Dingen haben wir geguckt, was sind die Sachen, die halt diese drei wichtigen Punkte, die ich eben genannt habe, adressieren. Und wir setzen halt sehr viel darauf, zusätzliche Öffentlichkeit zu schaffen für die Cybersecurity-Startups und sie zu vernetzen mit potenziellen Kunden. Dazu haben wir Formate entwickelt wie die Hub Nights, die alle 2 Monate dann stattfinden. Das sind so sehr lässige Netzwerkevents mit Impulsvorträgen, die auch nicht alle technisch sind. Also kann jeder auch mal, der Lust hat, die kleine Reise, die 20-Minuten-Reise von Frankfurt nach Darmstadt oder von anderen Standorten in Hessen nach Darmstadt aufzunehmen, gerne mal vorbeikommen. Die nächste machen wir natürlich dann auch online. Wir haben Beratung und Innovationsformate. Wir machen Matchmaking. Wir haben internationale Partnerschaften, zum Beispiel mit den USA und mit Israel. In USA mit New Jersey, wo wir halt ein Memorandum of Understanding haben und darüber auch die Möglichkeit, Startups zu helfen, wenn sie expandieren wollen, wenn sie sehr früh auch in die USA gehen wollen. Wir haben Wissenstransfer, den wir irgendwie befördern. Dadurch, dass wir so nah dran sind und eben auch Teil dieses Athene-Konstruktes, haben wir die Möglichkeit, halt auf Forscher zuzugreifen, die sich auch wiederum mit all den Themen, die der Rico genannt hatte, gerade beschäftigen und die kurzen Wege, die wir halt in der Community auch haben, nutzen können, um halt wiederum Startups zu vernetzen, aber auch Unternehmen damit zu vernetzen.
setzen, die vielleicht bestimmte Fragestellungen gerade nachgehen wollen oder bestimmte Lösungen suchen. Und da gibt es halt auch ganz innovative Dinge, die wir haben, zum Beispiel so eine Cyber Range. Das ist eine Möglichkeit, wie man Netzwerkangriffe simulieren kann, wie man einfach mal gucken kann, ist man richtig aufgestellt, um solche Attacken, Malware-Attacken oder klassische andere Attacken im Netzwerk zum Beispiel auch zu adressieren. Aber ich habe ja eben gesagt, einer der wichtigen Punkte für die Startups ist eben auch dieses Aufmerksamkeitsthema. Und wir machen das natürlich über klassische Sachen wie Messen oder solche Veranstaltungen wie heute. Nochmal vielen Dank dafür. Aber wir haben auch drei eigene Formate ins Leben gerufen oder eigene Formate. Und das Wichtigste davon ist der Ab 20 Award. Das ist der mittlerweile etablierteste deutsche Preis für Cybersecurity Startups. Wir haben den im Moment nur geöffnet für Cybersecurity Startups aus der Dachregion. Und Autada und auch Code Intelligence waren zum Beispiel in 2018 auch jeweils schon dabei. Das ist dieses Jahr die dritte Ausgabe, die wir machen. Und der findet statt auf der ITSA, was wiederum die größte europäische Messe für Cybersicherheit ist, sodass wir da so eine Win-Win-Situation für die Startups schaffen. Die haben halt eine Möglichkeit, sich in der Community zu vernetzen. Die haben die Möglichkeit, neue Geschäftspartner zu finden, neue Investoren und können halt diese Plattform eben auch für sich nutzen. Und das wird ziemlich gut angenommen, ist auch immer für uns nochmal so ein Ansporn, nachzugucken, was hat sich im letzten Jahr neu gegründet, gab es Unternehmen, die wir nicht mitbekommen haben, mit denen wir uns vernetzen können und wollen, um eben halt auch diesen Anspruch, wir haben den besten Überblick über Cybersecurity Startups in Deutschland, irgendwie kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Dann gibt es andere Preise, die oder Aktionen, in denen wir eben auch beteiligt sind. Da möchte ich auch nochmal zwei hervorheben. Das eine davon ist GIPA, das ist der German-Israeli Partnership Accelerator, der hätte normalerweise jetzt im April gestartet. Leider musste der dann abgesagt werden, weil halt natürlich keiner mehr reisen wollte. Da mischen wir israelische und deutsche Studierende zu Teams und haben Fragestellungen, die von der Forschung und der Industrie in diese Teams hineingegeben werden. Und in dem Zeitraum, in dem dieser Accelerator läuft, müssen diese Teams wirklich konkrete Lösungsvorschläge entwickeln. Und wenn diese Lösungsvorschläge gut sind, was sie in der Regel dann natürlich sind, dann haben wir die Möglichkeit, die auch weiterzuentwickeln und dann in eine marktfähige Lösung weiterzuentwickeln. Der German-Israeli Partnership Accelerator ist früher HIPA. Vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere von euch. Und das wäre dann dieses Jahr oder wird dieses Jahr die dritte Ausgabe sein, die wir dann halt starten, sobald das die Situation wieder erlaubt. Und wir unterstützen dieses Jahr den Horst Götz Preis beziehungsweise den 8. Deutschen IT-Sicherheitspreis. Der wird regelmäßig seit 16 Jahren ausgelobt und ist der größte deutsche Stifterpreis mit 100.000 Euro dotiert. Horst Götz hat selber ein Unternehmen gegründet gehabt und es liegt ihm halt extrem am Herzen, so die deutsche Sicherheitslandschaft auch zu stärken und zu fördern. Da ist die Preisverleihung im November. Im Moment sind die Einreichungen, es gab dieses Jahr einen Rekord an Einreichungen für den Preis, die werden gerade gesichtet und dann gibt es eine Shortlist, an der die Startups sich im Grunde und auch forschende Teams benannt werden, die dann halt die Möglichkeit haben, eben diesen Preis zu gewinnen. Das sind Sachen, die wir extrem auch nach außen stellen, solche Awards, Preise. Wir sind auch beteiligt am Cyberline. Das ist ein Preis, der wiederum nicht nur an deutsche Startups geht, sondern der halt wiederum israelische, internationale Startups dazu kriegen soll, sich halt hier für den Standort zu interessieren und sich auch hier mit der Community zu vernetzen, weil sie haben, und das ist ein bisschen so die regionale Brille, natürlich hier in Hessen, auch gerade mit dem Cluster, was wir in Darmstadt haben, hervorragende Bedingungen im Grunde, sich hier niederzulassen und anzusiedeln. Das ist ein bisschen, was wir machen. Wir sind komplementär zu vielen Angeboten. Deshalb arbeiten wir zum Beispiel auch sehr gerne mit Mine Incubator und anderen Inkubatoren zusammen, weil wir finden, dass die schon sehr gute Programme machen und für unsere Startups auch sehr hilfreiche Programme machen. Und das, was wir halt, wie gesagt, komplementär und ergänzend probieren zu machen, ist diese Lücken zu adressieren, dieses Vermitteln von diesen Pilotkunden, das Vermitteln von irgendwie mehr Aufmerksamkeit für sie zu schaffen und irgendwie ihnen dabei behilflich zu sein, bessere Investoren und höhere, also nicht bessere Investoren, das ist jetzt disrespektierlich, sondern Investoren zu finden, die dann auch irgendwie noch mehr in die Hand nehmen und in der Lage sind, auch
höher einzusteigen bei den Startups, um ihnen zu helfen, dann wirklich auch diese marktreifen Lösungen auf den Markt zu bringen. Das ist im Grunde der Schwerpunkt und wir hatten ja jetzt eine ganze Weile schon auch schon Tipps bekommen, die auch der Michael schon gegeben hatte. Ist ja immer so die Fragestellung, wie kommen momentan Angreifer in die Systeme rein? Ein Faktor ist immer der Faktor Mensch. Wir haben verschiedene Startups, zum Beispiel ITSEAL, aber auch SoSafe und Perseus, die halt zum Beispiel momentan auch Angebote machen, wo man sich nochmal einfach schulen kann und sicher auch Gratis-Schulungen teilweise machen kann, um mal zu schauen, wie sicher ist man eigentlich noch, wie gut erkennt man solche Phishing-E-Mails gerade, um halt selber auch nicht derjenige zu sein, der dann halt die ganze, der die Malware zum Beispiel ins Unternehmen geholt hat oder der entsprechend dann die Breaches ins Unternehmen geholt hat. Das ist eine Sache. Wir haben natürlich, wie ich eben erwähnt hatte, auch viele Unternehmen, die jetzt gerade probieren, mit schnellen Lösungen, quick and dirty Lösungen, wo sie ihre Produkte im Grunde ein bisschen runterskalieren. Auch Unternehmen, die gerade sehr schnell auch digitalisiert haben, sehr viele Lösungen reingebracht haben, die halt diese haben wir diese Startups, die halt ihre Lösung ein bisschen runtergescaled haben oder halt speziell zuschneiden, mit denen man eben auch einfach nochmal so Sicherheitscheck machen kann, wenn man jetzt in der Lage war oder in der Situation war, halt vieles schnell neu eingeführt zu haben, auch nochmal zu schauen, sind das die Punkte, gibt es Punkte, die wir uns reingeholt haben, die wir vielleicht vorher noch nicht so gesehen haben. Und da würde ich halt alle nochmal, das ist mein großer Appell für heute, es würde mich sehr freuen, wenn Interesse ist, könnt ihr uns kontaktieren. Ihr könnt auf der Webseite bei uns gucken. Wir geben euch auch gerne weitere Empfehlungen für Startups. Wir vernetzen euch da gerne, weil es mich freuen würde, wenn irgendwie auch bei allen sicherheitsrelevanten Entscheidungen hier mehr auf das geguckt wird, was wir innerhalb des Ökosystems mit ins Spiel bringen können. Genau, und noch ein ganz letzter Tipp. Für alle, die mal gucken wollten, bei Datenschutz, wir hatten ja eben nochmal das Thema Datenschutz und Privatheit. Wir haben auch nicht nur für Cybersecurity Startups neulich mal eine Publikation gemacht. Wir haben verschiedene Publikationen veröffentlicht. Eine der Publikationen beschäftigt sich unter anderem auch mit DSGVO und Datenschutz. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für euch, weil das Thema natürlich auch durch Homeoffice nochmal interessanter wird und nochmal relevanter wird. Und das ist eigentlich mein großer Appell. Wir suchen immer Partner und Unternehmen und freuen uns dann, wenn jemand Bescheid sagt. Ich bin in der Zeit noch, Michael, oder? Gratis. Ja, wunderbar. Passt alles sehr gut. Passt alles sehr gut. Nee, ich wollte mich super bei dir bedanken, dass du A in der Zeit geblieben bist. Und es kam noch eine Frage, wenn ich die dir stellen darf. Yep. Genau. Und zwar war die Frage, ob du eine Übersicht hast zwischen den, wie viel sind eigentlich auf der Hardware-Seite Cyber-Security-Startups und wie viel Software, weil eben das natürlich schon schwieriger ist. Du hast vorhin die Skalierbarkeit angesprochen, aber vielleicht ist auch ein bisschen die Investoren, die zurückhaltender sind bei Hardware-Fragen, weil es eben intensiver mit Working Capital ist. Aber hast du da ein Gefühl dafür, wie viel davon Software und wie viel Hardware sind, oder kann man das gar nicht so sagen? Nee, ich kann dir das sagen. Also das Gros der Startups, also wirklich das Gros, und ich kann dir die Zahl auch ziemlich genau nachliefern, aber so geschätzt würde ich sagen, so ungefähr 95% sind softwarebasiert. Die meisten probieren eben die Hardware nicht dazu zu holen. Aus verschiedenen Gründen, ja, A, weil das halt hohe Investitionskosten sind, weil, wie du es gesagt hast, das macht das Ganze dann auch ein bisschen aufwendiger. Aber in der Regel viele probieren halt sozusagen hinzugehen und diese Hardware komplementär zu haben. Also wir haben größtenteils softwarebasierte Startups im Portfolio und das ist auch so ein bisschen, was wir so sehen, was so gerade entsteht. Das heißt aber natürlich nicht, dass du die Lösung nicht über Hardware-Plattform drüber legst. Ne? Also hat das die Frage beantwortet? Ne? In dem Sinne, Ute, super vielen Dank, hier uns präsentiert zu haben. Ich bin ja ein großer Unterstützer, also ich sitze ja beim Tech-Quartier mit dem Board drin. Was wir gemeinsam in Hessen machen können, aber für ganz Deutschland, ist immer phänomenal. Und ich freue mich dann, auch euch eine Plattform zu geben. Wechselseitig bietet ihr uns auch immer eine Plattform in Darmstadt. Aber ich glaube, es zeigt ganz einfach, was wir auch in diesen Zeiten hier gemeinsam machen können. Also vielen, vielen Dank, Ute, dass du dir die Zeit genommen hast, das zu präsentieren. Super wichtig. Und hoffentlich kommen ganz viele Fragen an euch ran und vielleicht auch viele Kontakte im Nachgang. Ja, sehr gerne, mach schon mal fertig. Du bist der Nächste, weil jetzt kommen wir. Ach, wir haben zu danken, Ute. Ich möchte mich aber natürlich auch bedanken, weil wir haben jetzt, ich habe gerade mal geschaut, wir haben 200 Leute hier
online. Das ist phänomenal. Wirklich super. Vielen Dank an die BTD-Community, die uns auch in diesen Zeiten treu bleiben. Vielleicht ist auch der ein oder andere das erste Mal dabei, aber ich finde es einfach wirklich gut. Gibt uns Feedback, was läuft gut, was läuft nicht gut. Versuchen eben hier die Community zusammenzubringen. Wir versuchen hier sicherzustellen, dass es trotzdem relevant bleibt für alle Themen, dass auch in dieser etwas anderen Phase wir euch Content, den ihr so werken, da ist es dann einfacher, wenn man sich zusammentrifft. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass so viele von euch hier mit auf Sendung gegangen sind. Wirklich klasse und euer Feedback wird definitiv hier erhört. Parallel habe ich gesehen, hat der Rico und der und die Katrin, die dann beantworten einige der Fragen. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, bitte stellt die rein in den Q&A. Und jetzt würde der klassische Teil von BTT beginnen, nämlich wir haben Startups, die präsentieren. Normalerweise sind es ja 8 Minuten Pitch, 7 Minuten hier Frage-Antwort. Wir haben es diesmal gemacht, 10 Minuten Pitch, 5 Minuten Antwort. Sergei, bist du soweit? Dann würde ich jetzt hier auf die Uhr drücken, 20.15 Uhr und los geht's. Ja, ich muss jetzt erstmal den Bildschirm Sergei, teilen. Ja, hallo? Intelligence? Ja, wunderbar. Hört ihr mich? Hört dich sehr gut. Ja, perfekt. Ja, also ich bin Sergei, CEO von Code Intelligence und ich stelle einfach mal vor, was wir als Code Intelligence machen. Unser oberstes Ziel ist es, Software-Testing zu vereinfachen. Und fangen wir, ich sag mal, heute wurde das mehrfach erwähnt, Cyberkriminalität wird höher und ich sag mal, das Hacken von Autos über das Internet ist keine Dystopie mehr, sondern das ist bereits Realität. Und hier bei dem Link gibt es dann eine Story dazu, wo dem Journalisten vorgeführt wurde, wie sein Auto über das Internet kontrolliert wird. Ziemlich scary. Die Bremse konnte betätigt werden, der Motor konnte beschleunigt werden. Hat wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer schon mal von gehört. Wovon die Leute vielleicht weniger gehört haben, vorletztes Jahr wurde in den USA ein Casino ausgeraubt über ein Aquarium. Wie kam das eigentlich zustande? Da gab es ein IoT-Thermostat. Dieser Thermostat war mit dem internen Netzwerk verbunden. Hacker haben das Thermostat gehackt, sind damit auf die internen Freigaben gekommen. Und da gab es dann Excel-Sheets, wo dann Kreditkarteninformationen der Kunden mit drin waren. Ist dann natürlich zwar weniger gefährlich als das Beispiel mit dem Auto-Hack, aber deutlich, deutlich teurer. Und schauen wir uns einfach mal an, woran das Ganze liegt, dass solche Hacks immer wieder passieren. Das liegt nicht daran, dass irgendwie Schlangenöl, ich meine Antivirenscanner installiert wurden, sondern das liegt ganz einfach an Software-Bugs. Und wenn diese nicht behoben werden, kann es genau zu solchen Hacks kommen. Und das liegt einfach daran, unsere Software wird immer komplexer, viele Testing-Verfahren sind einfach nicht benutzbar für die Entwickler und Entwickler sehen das mehr oder weniger als nervig an, das Software-Testing zu betreiben. Was machen wir eigentlich als Code Intelligence? Wir sagen, dass wir Software-Testing einfacher machen und skalierbarer machen, ohne Kompromisse in Sicherheit oder Stabilität zu gewährleisten. Und hier ein paar Logos oder Testimonials unserer Kunden, dass das auch funktioniert. Und ich sag mal, wo unser besonderer Fokus liegt, ist, diese Fehler besonders früh im Prozess zu finden. Also das heißt, wir versuchen, die Fehler schon beim Entwickler zu finden und nicht erst beim Abnahmetest, denn beim Abnahmetest ist es schon 1000-mal teurer, als wenn man das live finden würde. Und wenn wir uns anschauen, wie die Firmen das eben machen, die fokussieren sich sehr auf die Pentests, dadurch werden aber die ganzen Sicherheitslücken unnötig teuer. Wenn wir uns den Hauptgrund anschauen, warum Software-Bugs überhaupt entstehen, das ist die Schuld von dem hier, das ist der Entwickler. Und der Entwickler, für ihn ist das Software-Testing erstens nervig, aber auf der anderen Seite ist er nur ein Mensch und macht genauso Fehler wie jeder andere von uns. Und manchmal kommen aus dem Management auch sehr strikte Deadlines und diese strikten Deadlines führen eben dazu, dass man improvisieren muss. Und dann gibt es im Code bestimmte Codestellen, die dann improvisiert werden mussten.
Und wir denken, dass der Mensch nun mal Mensch bleiben wird und versuchen, dem so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und wir denken, dass es nicht möglich ist, den Menschen zu ändern. Und deswegen hat unsere Lösung im Grunde genommen zwei Komponenten. Einerseits das intelligente Fuzzing mit Symbolic Code Execution, das ist so die Technik dahinter, die hat sich bei Google, Microsoft und Facebook ziemlich stark durchgesetzt. Außerhalb der Software-Riesen ist es aber noch gar nicht angekommen und das liegt einfach daran, dass diese Techniken einfach noch zu kompliziert für den Benutzer sind, diese tatsächlich zu benutzen. Und das machen wir dadurch einfacher, dass wir das direkt in die Entwicklungsumgebung des Entwicklers integrieren, sodass der Entwickler diese Technologien dann nutzen kann, ohne wirklich zu verstehen, wie diese funktionieren. Denn wir helfen ihm direkt in seiner Entwicklungsumgebung. Das heißt, in unserem Produkt unterstützen wir verschiedene Entwicklungsumgebungen, die so in der Industrie gängig sind. Wir lassen uns in alle möglichen Teste oder in alle möglichen Entwicklungsprozesse integrieren, vom V-Modell bis hin zum agilen Programmieren oder DevOps. Unterstützen wir alles. Im Vergleich zu der ganzen Konkurrenz haben wir die höchste Code-Coverage und wir haben sehr gute Erkennungsmechanismen, ob Bugs vorhanden sind. Und ja, da setzen wir auf Standards, die von sehr vielen Communities vorgegeben werden, wie zum Beispiel OWASP. Um einfach mal ein bildliches Beispiel zu geben, wie unsere Algorithmen eigentlich intern funktionieren, möchte ich einfach zeigen, wie es funktionieren würde, wenn wir einen Image-Parser, der einfach nur Bilder anzeigt, testen würden. Also ganz klassisch würde man erstmal mit Unit-Tests beginnen, aber mit den Unit-Tests lässt sich nicht so gut auf Sicherheit testen. Die Frage ist, wie kann man diesen Testprozess eigentlich automatisieren? Was wir definitiv wissen, ist, dass der Image-Parser keine Internetverbindungen herstellen soll, keinen fremden Code ausführen soll. Und so würden wir dann anfangen, erst einmal Bilder zufällig zu mutieren. Also das heißt, da ändert man zufällig irgendwelche Bits und Bytes in dem Bild, dass es dann statt von links nach rechts, von rechts nach links gelesen wird oder irgendwelche Farben geändert werden. Und so fängt das Ganze erst einmal an, würde dann natürlich nicht groß skalieren, weil die Mutationsalgorithmen erst einmal ziemlich dumm sind. Und außerdem braucht man ziemlich viele Beispiele. Wir wollen eigentlich damit anfangen, dass der Benutzer wirklich gar nichts vorgeben muss, also einfach mit der Zahl 0 anfangen könnte. Also das heißt für den Image-Parser, das Bild kann erst einmal nicht angezeigt werden. Aber zusätzlich ist der Image-Parser noch instrumentiert. Das heißt, während er kompiliert wird, setzen wir spezielle Marker in den Code, die im Grunde genommen ein Feedback an eine AI zurückgeben, was eigentlich im Programm passiert. Also welcher Pfad wurde intern durchlaufen, was für Zahlen, was für Strings wurden intern verglichen. Und so können wir dann mit den AI-Techniken, hauptsächlich mit genetischen Algorithmen, dann vorhersagen, was es für nächste Inputs geben könnte, die zu einem Absturz des Programms oder einem Hack des Programms führen würden. Und ja, das ist im Grunde genommen das, was dahinter hängt. Das sind eben die Algorithmen, wo ein Teil davon auch schon Open Source verfügbar ist. Diese sind aber sehr schwer zu benutzen und wir vereinfachen das im Grunde genommen für die Firmen. Was ist eigentlich unser Businessmodell? Also wir haben eine SaaS- und eine On-Premise-Plattform und wir verkaufen Software-Lizenzen und es kostet ungefähr 1.000 Euro pro Entwickler pro Jahr, wenn das Firmen anwenden. Wenn wir uns von der Konkurrenz absetzen, kann man das im Grunde genommen in verschiedenen Dimensionen anschauen. Und links betrachten wir einfach mal die Developer Convenience. Da gibt es Verfahren, die sich sehr gut in einen Entwicklungsprozess integrieren lassen. Diese sind aber wenig benutzbar, weil die einfach viel zu viele False Positives produzieren. Auf der anderen Seite gibt es unten links Open Source Lösungen, die weder benutzbar noch skalierbar sind. Aber was wir dann rechts sehen, ist, dass diese Open Source Lösungen eben oben rechts ziemlich gute Ergebnisse produzieren. Und genau da befinden wir uns auch als Code Intelligence. Also das heißt, wir machen da keine Kompromisse. Auf der einen Seite schaffen wir es, ziemlich hohe Test Abdeckungen und viele Bugs zu finden. Und auf der anderen Seite sind wir sowohl benutzbar und lassen uns auch einfach in Entwicklungsprozesse integrieren.
ja, unser Team im Grunde genommen, wir haben alle einen Fraunhofer- bzw. Uni-Bonn-Hintergrund und der Henning, Kralet und ich waren Doktoranden bei Matthew Smith an der Uni Bonn und haben dann anhand unserer Forschungsarbeiten dann entschlossen, ein Unternehmen zu gründen. Und mittlerweile, seit Neujahr, haben wir auch einen neuen VP Sales, den Alexander Weise, der vorher bei der Deutschen Cybersicherheitsorganisation war. Zusätzlich haben wir noch Verstärkung als Berater tätig in unserem Unternehmen. Der Thomas Czersich war von Anfang an dabei, ist auf der einen Seite an einer Partnerschaft zwischen Telekom und uns interessiert, aber andererseits auch gleichzeitig unser größter Kunde. Und er gibt uns mehr oder weniger Insights, wie so ein Großunternehmen denkt. Professor Matthew Smith ist im Grunde genommen und der Berater auf der wissenschaftlichen Seite. Er gibt uns Tipps, wie wir unser Produkt noch besser auf der technischen Seite machen. Und der Jörg Bayer, der hatte vor kurzem, ist er bei Linayx ausgestiegen. Und Linayx ist ein Unternehmen, was er großgezogen hat, was mittlerweile bei über 20 Millionen Umsatz im Jahr ist. Ja, und letztes Jahr haben wir den Bosch Innovation Award gewonnen als das innovativste Startup. Und wenn ihr wissen wollt, warum wir den Award gewonnen haben, könnt ihr mich gerne nach dem Pitch kontaktieren. Und ja, das war es im Grunde genommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, super, vielen Dank, Sergej. Klasse, das sowohl in der Zeit hinzubekommen, aber einfach mal so ein ganz praktisches Beispiel zu zeigen, wie eure Lösung eigentlich funktionieren und was euer USP ist. Ich meine, die Preise sprechen natürlich für euch. Ich habe relativ viel auch mit dem Michael Bolle von Bosch im letzten Jahr zusammengetan in anderen Themen, mal PLT und so weiter. Also die Jungs von Bosch wissen schon ganz genau da, was sie machen. Deswegen, wo steht ihr so momentan im Capital Raising? Was ist das ein Thema aktuell? Sucht ihr Geld? Habt ihr Investoren? Wie sieht euer Cap Table aus? Ja, wir suchen im Grunde genommen immer Geld. Das Ding ist, dass wir jetzt aktuell kurz vor Closing einer Runde sind. Also wir sind von Corona ein bisschen betroffen, aber nicht wesentlich. In der Zusammenfassung können wir sagen, dass uns so ein bisschen im Thema Automotive was wegbricht. Aber gleichzeitig, jetzt gab es die Firma Bosch eben als Logo, da bricht Automotive weg, Healthcare wird hochgestockt. Also das heißt, für uns ist es weniger ein Problem. Okay, sehr gut, sehr gut. Genau. Wenn einer sich da mit dir in Kontakt setzen will, über Webseite respektive, wir werden einfach nochmal einen Link posten dazu, damit er direkt mit dir dann reden kann. Ja, sehr gerne. Okay, sehr gut. Dann nochmal super vielen Dank, Sergej, dass du hier warst, dein Unternehmen präsentiert hast. Super spannend wieder. Freuen uns mit Sicherheit, da weiter in Kontakt zu bleiben. Und wenn irgendwas kommt, schicken wir es in deine Richtung. Okay, vielen Dank. Besten Dank. So, wir kommen zum nächsten. Andreas von Autada. Ja. Wärst du soweit? Also ich sehe Autada, aber ich sehe nicht Andreas. Ist ein bisschen wie im Fußball der 80er. Wo ist der Bele? Jetzt, ich sehe den Schirm. Also, ich bin stumm. Lass ihr mich sehen, hallo. Ich hoffe, ihr seht mich und ihr hört mich. Einen schönen guten Abend von mir. Mein Name ist Andreas Bies, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Autada. Herzlich willkommen in unserer Cyber Security Home Office Edition, jetzt unter dieser besonderen Situation. Ja, die Autada ist ein Unternehmen mit dem Ursprung in Darmstadt. Wir sitzen auch weiterhin hier quasi in Reichweite des Cyber Security Hubs. Und wir haben in der Tat auch dieses Jahr unser 5-jähriges Firmenjubiläum. Haben jetzt in den vergangenen Jahren sehr intensiv an einer Lösung gearbeitet, die es ermöglicht, digitale Identifizierungen sowohl aus der Ferne über das Internet als auch vor Ort in der Filiale durchzuführen. Und wir sehen ja insbesondere seit den vergangenen Wochen, dass es dort in diesem Bereich besondere Herausforderungen gibt im Finanzsektor. Und wir glauben, dass wir mit unserer Lösung, die einen sehr, sehr starken Cyber-Security-Anteil hat, dass wir dort ein Stück weit Unternehmen aus dem Finanzsektor unterstützen können. Ich möchte es einmal kurz motivieren. Ich hoffe, meine Präsentation springt gleich weiter. Ansonsten fehlt ein Klick und ich glaube, dann können wir starten. Genau.
Wenn Sie sich jetzt in den Fall mal zurückerinnern, wie insbesondere im KYC-Umfeld, also im neuen Customer-Umfeld im Bereich des digitalen Customer-Onboardings, die vergangenen Wochen verlaufen sind, dann werden Sie sich sicherlich daran zurückerinnern, dass es doch durchaus Probleme gab bei der Identifizierung, entweder aus Ihrer Brille als Kunde oder aus Ihrer Brille als Entscheider eines Finanzinstitutes. Und Sie haben sicherlich sich die Frage gestellt, ob es nicht Lösungen gibt, die es ermöglichen, eine einfache, sichere und schnelle Identifizierung durchzuführen. Und Sie haben sicherlich die Frage gestellt, ob man diese Lösung schnell integrieren kann. Denn aktuell gibt es ja sehr, sehr viele digitale Prozesse. Also die Finanzwirtschaft ist ja sehr, sehr weit in der digitalen Transformation. Es ist allerdings häufig so, dass diese Prozesse quasi unternehmensintern transformiert sind, aber im Prinzip die letzte Meile fehlt, also ähnlich wie in der Telekommunikation, die letzte Meile fehlt hier bei dem Kunden. Das heißt, wenn der Kunde vorne auf der Webseite einen Antragsprozess startet, muss er quasi weiter hinten dann doch diesen Antrag ausdrucken und dann beispielsweise zur Post bringen. Also hier sind wir dann, oder sehen wir natürlich hochhäufig Prozesse, die nicht komplett digital sind und die besondere Herausforderung, insbesondere jetzt zu der Zeit, im Bereich des KYCs haben. Denn viele Filialen sind bereits geschlossen in der Finanzwirtschaft, weitere werden sicherlich geschlossen werden. Und dann stellt sich die Frage, wie man aktuell damit umgeht, Kunden auf der einen Seite zu identifizieren, aber auch grundsätzlich, wie man damit umgeht, aktuelle Prozesse, die vorher eine physische Anwesenheit erforderten, jetzt auch digital abzubilden. Und wir glauben, dass wir hier mit unseren Lösungen, die wir von Autada bieten, hier ein Stück weit mehr Kontrolle den Unternehmen zurückgeben über ihre Prozesse und auch eine skalierbare Lösung im Portfolio haben, sodass man keine Stunden auf eine Legitimierung warten muss. Unsere Lösung, über die ich heute sprechen möchte, nennt sich Autada Ident. Bevor ich auf diese Lösung eingehe, möchte ich Ihnen aber einmal die Kunden und Partner zeigen, die bereits auf unsere Lösung setzen bzw. unsere Lösung einsetzen für die digitale Identifizierung im Internet oder auch in der Filiale. Und wir haben hier durchaus noch Ressourcen für die Anwendung weiterer Unternehmen aus der Finanzwirtschaft. Und unsere Systeme sind an dieser Stelle hoch skalierbar und 24/7 einsetzbar. Wir setzen primär für unsere Lösung etwas ein, das im Kern eine Lösung ist, die massiv auf Cybersecurity setzt. Und jeder von euch, jeder von Ihnen hat diese smarte Karte, auf der wir aufbauen, im Portemonnaie. Es handelt sich hierbei um den neuen Personalausweis. Der wird ja seit 2010 ausgegeben und dieser besitzt eine elektronische Identität. Also im Prinzip eine Identität, die hier, man kann es auf der Folie sehen, in dem Chip des Personalausweises gespeichert ist und aus dem Namen, der Adresse und dem Geburtsdatum, dem Geburtsort beispielsweise, des Karteninhabers besteht. Und diese Identität können wir von Autada auslesen. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist, Ihr Smartphone zu zücken, beispielsweise ein Android- oder ein iOS-Gerät, dann aus dem App Store oder dem Play Store die Autada-App herunterzuladen, Ihren Personalausweis hinter das Endgerät zu führen und dann geben Sie Ihre geheime PIN ein und schon sind Sie digital identifiziert. Das geht sicher, schnell und einfach. Unsere beiden Produkte, die auf der einen Seite, also unser Produkt Autada Ident auf der linken Seite, bietet diese digitale Identifizierung aus der Ferne, also innerhalb weniger Sekunden. Wir sagen, es geht unter einer Minute. Der eigentliche Identifizierungsprozess dauert 5 bis 10 Sekunden. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht nochmal zurückerinnern, wenn Sie in den vergangenen 2 Wochen ein Konto eröffnet haben oder ein Depot oder wir wollten ein DWG einen relevanten Prozess in Gang setzen, wie lange Sie da gewartet haben. Mit unserer Lösung können Sie sich innerhalb weniger Sekunden identifizieren auf Basis der hochskalierbaren Systeme. Aber neben der Identifizierung, im Prinzip dem Nachweis der Identität des Nutzers, haben wir auch ein Produkt im Angebot, den Abschluss von Verträgen. Es ist ja häufig so, dass man nicht nur Identität nachweisen muss, also quasi nachweisen muss, wer bin ich, sondern man muss auch im Prinzip eine Willenserklärung abgeben, in dem Fall, was möchte ich
Und es gibt natürlich auch regulatorische Anforderungen, die es erfordern, dass man entweder eine handschriftliche Unterschrift anfertigt oder dass man analog eine qualifizierte elektronische Signatur anfertigt. Und wir haben hier unser Produkt Autata Sign im Angebot, das wir gemeinsam mit der Swisscom anbieten. Und es ist ermöglicht, quasi basierend auf der Identifizierung, die im Vorfeld erfolgt, auch rechtssicher Verträge zu unterzeichnen. Wir als Autata sind das erste Cyber-Security-Unternehmen, das erste privatwirtschaftliche Unternehmen, das neben dem hoheitlichen Player jetzt vor 2 Wochen die Zertifizierung zum Identifizierungsdienstanbieter erhalten hat. Das ist ein regulatorischer Begriff aus dem Personalausweisrecht. Diese Identifizierung oder diese Zertifizierung ermöglicht es uns, marktunabhängig, auch nahezu unabhängig von den Geschäftsvorfällen, Identifizierungen durchzuführen. Bis dahin, das war ein weiter Weg, aber jetzt sind wir im Prinzip gewappnet, um auch insbesondere in der jetzigen Situation in verschiedensten Märkten zuverlässig und sicher die Identifizierung ihrer Kunden durchzuführen. Die Basis dafür sind entsprechend quasi eine hoheitliche Zertifizierung, sowohl als auch die ISO 27001-Zertifizierung, die quasi die weltweit führende IP-Sicherheitszertifizierung ist. Und darüber hinaus haben wir auch eine Zertifizierung unserer Software durch das BSI. Die Lösung, die es Ihnen, Ihren Unternehmen ermöglicht, schnell unsere Identifizierungslösung einzusetzen, ist Autata Connect. Wir bieten hier eine Plattform, um Ihre Kunden für Sie zu identifizieren. Ja, wir sind an dieser Stelle kompatibel, wie schon bereits erwähnt, zu iOS und zu Android. iOS ist erst seit Sommer letzten Jahres dazu gekommen im Rahmen der NFC-Öffnung von Apple. Und diese Plattform funktioniert im Prinzip so ähnlich, wie Sie das aus dem Payment-Umfeld im Web kennen. Also bei PayPal oder PayDirect, Sie sind in einem Online-Shop, möchten etwas einkaufen. Wenn es dann ums Bezahlen geht, werden Sie weitergeleitet, dann beispielsweise zu PayPal. Dort wickeln Sie die Zahlung ab und werden wieder zurückgeleitet zu Ihrem Online-Shop. Bei uns ist es genauso. Also Sie starten beispielsweise im Antragsprozess Ihrer Bank oder im Kontoeröffnungsprozess Ihrer Bank, füllen dort die relevanten Informationen aus. Und wenn es dann um die Identifizierung geht, dann referenziert die Bank quasi aus, also das Finanzinstitut aus, Ihre Webseite raus auf unsere Identifizierungsplattform. Wir identifizieren dann den Kunden für das Finanzinstitut und stellen dann dem Institut die Identifizierungsdaten zur Verfügung. Diese Integration erfolgt relativ schnell, kann relativ einfach erfolgen und bietet aktuell im Prinzip die Möglichkeit, digitale Prozesse auch digital beim Kunden ankommen zu lassen und auch digital abzuschließen. Also im Prinzip eine 100%ige digitale Transformation zu ermöglichen. Aus Sicht des Nutzers haben wir es hier einmal dargestellt. Im Prinzip ist es so, der Nutzer kann entweder auf der Webseite des Finanzinstitutes oder des Telekommunikationsanbieters starten, sind hier branchenunabhängig, insbesondere durch unsere Verfügung, die wir vor kurzem erhalten haben. Also er startet auf der Webseite oder innerhalb der App, wird dann auf unsere Autada-App referenziert, gibt seine geheime PIN in das Smartphone ein, führt den Personalausweis hinter das Smartphone. Also um das nochmal vielleicht klarzustellen, wir fertigen kein Foto an des Ausweises oder filmen jetzt nicht den Nutzer, sondern wir lesen im Prinzip den Ausweis und die elektronische Identität, die sich darauf befindet, per NFC aus. Das ist quasi ein Verfahren, das wurde vor einigen Jahren durch das BSI, das hochsicher ist und es ist ermöglicht, kontaktlos diese Daten des Ausweises zu erfassen. Die werden dann, nachdem der Nutzer seine PIN eingegeben hat, an unseren Server übermittelt. Unsere Systeme prüfen, ob es sich auf der einen Seite um einen gültigen Ausweis handelt, also ob der Ausweis abgelaufen ist, ob er gesperrt ist. Und wir prüfen natürlich auch, ob es sich um einen echten Ausweis handelt. Das heißt, hier gibt es keine Probleme mit Dubletten oder ähnlichen oder sagen wir mal, gefälschten Ausweisen, weil wir quasi auf kryptografischer Ebene, auf Ebene der Cybersecurity, die Echtheit der Ausweisdokumente prüfen können. Ja, wenn die Identifizierung abgeschlossen ist, stellen wir dann den Unternehmen, die unsere Dienstleistungen einsetzen, unsere Services einsetzen, die Identifizierungsdaten zur Verfügung, dass nahtlos im Prinzip der Business-Prozess abgeschlossen wird.
Wir haben hier zwei Varianten auf der mobilen Seite für eine Integration. Also auf der einen Seite kann man entweder unsere Ortale-App aus dem App Store oder Play Store herunterladen. Das ermöglicht eine sehr schnelle und sehr einfache Integration. Wenn man aber als Unternehmen sich dazu entscheidet und sagt, wir möchten jetzt unseren Kunden eine nahtlose User Experience bieten, wir möchten eine hervorragende Customer Journey bieten und möchten es quasi in der bestehenden Banking-Applikation integrieren, dann kann man auch unseren SDK einsetzen. Die Integration dauert natürlich einen kleinen Augenblick länger, da man in den SDK integrieren muss. Es bietet aber entsprechende Vorteile in der Customer Journey. Im Prinzip hier, ich weiß jetzt nicht, ob ich gut in der Zeit bin, aber die letzte inhaltliche Folie. Wir möchten abschließend hier nochmal betonen, dass wir eine Lösung hier anbieten, die digitales Remote KYC ermöglicht mit dem Personalausweis. Unsere Lösung, hervorragend, vielen Dank, Michael. Unsere Lösungen sind hochskalierbar, das heißt, wir haben keine Engpässe, wir benötigen kein Personal für die Produktion einer Identifizierung, sondern das sind rein serverbasierte oder servicesbasierte Systeme. Und wir haben unsere Lösung, unsere Connect-Plattform dahingehend optimiert, sodass diese Lösung auch jetzt insbesondere in der aktuellen Situation schnell einsetzbar ist. Das bedeutet, wir haben ein standardisiertes Vertragswerk, das schon von Unternehmen aus der Finanzwirtschaft in dieser Form auch akzeptiert wird. Das können Sie von uns erhalten. Sie können sich sehr schnell an unser API anwenden. Wir haben hier, wir basieren hier auf einem REST Web Service Standard, der eine sehr, sehr einfache Integration ermöglicht. Und im dritten Schritt können die Unternehmen dann ihre bestehenden Prozesse mit unserer Connect-Plattform verknüpfen, sodass wir die Identifizierung durchführen. Das heißt, wir kapseln im Prinzip die komplette Komplexität der Personalausweis-Identifizierung für die Unternehmen und können somit einen schnellen und einfachen Go-Live ermöglichen. Und wir hoffen, dass wir hier auch ein Stück weit zur besseren Kontrolle, insbesondere auf der Seite der Finanzwirtschaft im Bereich KYC beitragen können. Vielen Dank an dieser Stelle. Hier folgen noch meine Kontaktdaten und ich stehe jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Sehr gerne, Andreas. Vielen Dank, wie immer, klasse Vortrag hier. Nochmal herzlichen Glückwunsch an dich und das Team, dass du hier die Zertifizierung bekommen hast. Ist ja relativ neu jetzt gewesen, also wirklich super Aufwand und auch toller Erfolg. Siehst du denn momentan unter anderem jetzt auch durch die Pandemie und Covid-19, dass da mehr Unternehmen aus der Finanzbranche, weil wir lesen ja auch, dass da immer Filialen geschlossen werden, dass das Produkt mehr nachgefragt wird, dass da Nachfrage kommt und ihr aus den Cybersecurity-Sicherheitsgründen dann auch überzeugen könnt? Also es ist durchaus so, dass auf der einen Seite sowohl die Nachfrage bei neuen Unternehmen ansteigt, aber wir sehen aber auch bei Unternehmen, die bereits schon unsere Lösung nutzen, dass dort ein massiver Zuwachs an Transaktionen stattfinden. Dass sehr, sehr viele Nutzer sich jetzt auch entscheiden, weil sie nicht mehr in die Filiale gehen können oder weil sie vielleicht vom Video wirklich überzeugt sind, dass sie dann unsere Lösung einsetzen. Da haben wir teilweise eine Verdreifachung oder Vervierfachung der Transaktionszahlen bei einzelnen Kunden. Und das ist schon ein relativ gutes Ergebnis. Es ist auch so, im Prinzip, wir haben ja hier Cyber Security made in Germany. Das ist eine hochsichere Lösung. Aber wir haben stets darauf oder auch stets darauf zu achten, dass wir auch die Usability sehr hoch halten. Dann hilft es nicht, eine hochsichere Lösung zu entwickeln, wenn sie am Ende niemand einsetzen kann, weil sie einfach vorgestellt ist. Und das ist ebenfalls ein sehr starker Fokus bei uns, dass dort eine möglichst niedrige Einstiegshürde sowohl für Unternehmen als auch für den Nutzer zu bieten. Prima. Andreas, vielen Dank an dich. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt gerne an Michael übergeben, unseren letzten Pitch heute. Vielen Dank, wenn noch Fragen kommen, richten, schicken wir dir genau an dich hin. Wir wissen genau deine Kontaktdaten und wenn sich jemand an dich wenden will, leiten wir das auch gerne weiter. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Michael. Danke dir, Andreas. Mach's gut. Michael, ich weiß nicht, bist du soweit, dass du übergeben könntest? Ja, ich bin soweit. Der könnte dir den Bildschirm freigeben. Nochmal. Ja, genau, so, okay. Jetzt sollte es funktionieren. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Techner. Ich verantworte bei Veronym den Bereich Marketing und Business Development. Veronym ist ein, könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen? Ich kann dich sehen und kann dich hören. Also, okay. Und das ist schon mal ein gutes Bild. Gut, okay. Ja, weil es war etwas eingefroren eben, das Bild.
Also Veronym, wir sitzen in Berlin, ist etwas mehr als 2 Jahre alt. Wir sind etwas untypisches Startup. Unser Team setzt sich aus erfahrenen Leuten aus der Industrie, aus der IT- und Cybersecurity-Industrie zusammen, mit Hintergrund Engineering, Vertrieb und Marketing. Wir bieten eine Cybersecurity-Lösung aus der Cloud für kleine und mittelständische Unternehmen an, gehostet in Deutschland für den deutschen Markt. Und ich möchte heute das Unternehmen vorstellen, den Hintergrund und natürlich auch die Lösung. Und dazu habe ich als erstes mal ein kleines Video vorbereitet, das ich jetzt mal kurz spielen will. Das dauert etwa 2 Minuten. Die Digitalisierung ist auch für kleine und mittelständische Unternehmen ein wesentlicher Baustein für ihren Erfolg. Mit der Digitalisierung steigt die Komplexität der IT-Infrastruktur. Damit nehmen aber auch die Cyberrisiken zu, da ein Angreifer mehr digitale Türen öffnen kann. Die Gefahr von Cyberangriffen ist für große und kleine Unternehmen grundsätzlich gleich. Während sich große Unternehmen allerdings mit hohen Budgets, Expertenteams und den besten Technologien erfolgreich vor Angriffen schützen können, haben kleine und mittelständische Unternehmen dafür oft nicht ausreichend finanzielle Mittel, qualifiziertes Personal und die entsprechenden Technologien. Wie müsste eine Welt aussehen, in der sie sich ganz auf ihr Geschäft konzentrieren und die Vorteile der Digitalisierung nutzen? Wie wäre es mit der Welt von Veronym? Wir übernehmen für Sie den Schutz vor Cyberangriffen. Unsere Services aus der Cloud bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen das gleiche Schutzniveau, das sich bisher nur große Unternehmen leisten konnten. Komplett für Sie gemanagt. Mit erprobten Spitzentechnologien von marktführenden Cyber-Security-Herstellern. Wir bieten Ihnen Schutz rund um die Uhr. Wir schicken Ihnen wöchentlich aussagekräftige Berichte zu, informieren Sie sofort über Vorfälle und unterstützen Sie bei der Beseitigung von Problemen. Alles made in Germany, weltweit verfügbar und mit einem monatlichen Abo-Modell. Flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst und für jeden erschwinglich. Besuchen Sie unsere Webseite und nutzen Sie den Veronym-Dienst 14 Tage kostenlos. Veronym. Einfach, effektiv, erschwinglich. So, wie komme ich da wieder? So, damit wäre ja eigentlich alles gesagt, aber ich würde gerne zu den Gründen und zu unserer Firma und zu wie wir das Ganze aufsetzen, noch einige Details eben diskutieren. So, zunächst einmal über unsere Architektur und über unsere Technologie. Wir setzen modernste Technologien ein und sind Hersteller unabhängig. Als Elemente, die den Cyber-Security-Schutz für die Kunden darstellen, also die eigentlich wirkende Software oder die wirkende Lösung, setzen wir auf marktführende Hersteller, die in großen Unternehmen schon einige Zeit erfolgreich im Einsatz sind, im Schutz von Endgeräten und Endpoint Detection Response, nehmen wir CrowdStrike, für Internet Security und Netzwerk Security, Palo Alto Networks. Diese Anwendungen haben wir auf unserer Cloud-Plattform integriert, die wiederum Stand heute auf AWS läuft. Damit sind wir sehr schnell und hoch skalierbar und durch den Autoscale-Effekt können wir eben auch sehr, sehr, sehr kosteneffizient arbeiten. Den Dienst überwachen wir durch ein Cyber Defense Center. Dort wird rund um die Uhr wird der Dienst überwacht und eben bei Auffälligkeiten, die Kunden alarmiert. Und wir haben über den ganzen Stack eben, sammeln wir die Daten, um die entsprechenden betrieblichen Aspekte und auch die Lösungsaspekte zu überwachen. Und wir schicken beispielsweise auch wöchentlich E-Mails zu unseren Kunden, um sie eben über den Dienst und über die Wirksamkeit des Dienstes zu informieren. Für uns von Veronym gibt es 3 Kernelemente, 3 Grundprinzipien, wie man so sagen kann. Das eine ist, es ist einfach. Es ist ein rundum sorglos Paket für unsere Kunden. Es ist vollständig gemanagt. Es ist kein Expertenwissen notwendig.
Wir überwachen das. Die Installation geht recht einfach in wenigen Minuten und es ist keine Integration in eine Unternehmens-IT notwendig. Es ist effektiv. Dadurch, dass wir diese marktführenden Hersteller einsetzen, bieten wir einen effektiven Schutz für unser Kundensegment und wir garantieren eben, dass wir eben dem Stand der Technik entsprechen, was ja auch gerade für die DSGVO recht wichtig ist. Und es ist erschwinglich. Das heißt, wenn ein Kunde sich die Software und Hardware von kaufen würde, die wir in den Dienst einsetzen, würde er den Faktor 6 bis 8, hätte er 6 bis 8-fach mehr Kosten, als wenn er unseren Dienst einsetzt. Für uns braucht man keine Vorabinvestitionen, keine Kapitalbindung. Sein monatliches Abo-Modell kann eben auch monatlich gekündigt werden. Lassen Sie uns kurz über die Zielmärkte reden. Wir schauen nach Deutschland, Österreich, Schweiz und da die mittleren und kleinen Unternehmen. Da haben wir etwa 3 Millionen Kunden oder Firmen, die wir adressieren können. Wenn man das in Zahlen ausdrückt, der adressierbare Markt von unserem Dienst in 2020 ist für dieses Marktsegment etwa 290 Millionen Euro. Ich denke, das ist eine durchaus gutes Potenzial, an dem wir arbeiten können. Die Zielmärkte in der ersten Phase sind Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir schauen dann in der nächsten Phase nach Eastern Europe und Nordics und dann, wenn das gut funktioniert alles, wovon wir ausgehen, nach US. Mittelständische und kleine Unternehmen. Der Sweet Spot sehen wir zwischen 100 und 1000 Mitarbeitern, alle Branchen. Wie machen wir den Marktangang? Wir haben 3 Modelle. Das eine ist Model A, inbound, also über das Internet. Das ist in Vorbereitung. Bisher haben wir uns mit einem Go-to-Market auf Direktvertrieb fokussiert. Wobei Direktvertrieb an dieser Stelle heißt, dass wir Partner akquirieren, mit den Partnern zusammen, die Leuchtturmkunden gemeinsam bearbeiten. Und nach hinten hinaus werden wir im Prinzip hier ein High-Touch-Modell fahren. Das heißt, der Vertrieb geht über Partner und wir betreuen Kunden oder wir akquirieren Kunden in Zusammenarbeit mit den Partnern. Im Partnermodell selbst ist kein Reselling, sondern es ist eine Geschäftsanbahnung. Das heißt, wenn der Partner uns einen Kunde bringt, bekommt er dann eben einen monatlichen Anteil der Lizenzgebühren. Wir arbeiten und wir sprechen mit einigen Service-Providern über White Labeling von unserem Dienst. Wenn wir nun so die Phasen, die für Cybersecurity betrachtet werden müssen, betrachten, das ist dann eben vor einem Angriff, während einem Angriff und nach einem Angriff. Und wir von Veronym, wir sind im Wesentlichen während einem Angriff da. Wir wehren Angriffe ab, wir führen Berichtswesen, wir managen das Ganze. Und da wir die anderen Bereiche, also das vor einem Angriff und nach einem Angriff aus unserer Sicht auch nicht bedienen wollen, haben wir uns hier mit Partnern zusammengetan, die eben diese Dinge abdecken. Im einen Fall wäre, das ist eine Cyberversicherung, da ist Plusfair der Versicherungsmakler, die Hiscox ist der Versicherer. Und mit diesen beiden Unternehmen haben wir so ein Paket geschnürt. Die Plusfair würde im Prinzip in Verbindung mit unserem Dienst die entsprechende Versicherungsleistung anbieten, die Kunden beraten, welche Bausteine für die Police für den Kunden sinnvoll wäre. Während der Laufzeit überwacht oder berät die Plusfair auch den Kunden, vor allem auch bei der Überprüfung des Compliance-Status, was ja ganz wichtig ist, wenn man im Schadensfall dann auf die Versicherungsleistung zurückgreifen will, dass man eben entsprechenden Vorgaben und Obliegenheiten der Versicherung gearbeitet hat. Weiterhin arbeiten wir mit einer Firma zusammen, Stand heute, die Unternehmen berät in der Strategieberatung, in einem Assessment und in einem Training. Das Umfeld zugange ist und wir arbeiten mit der Firma Deutor im Incident-Response-Fall. Und da ist eben ganz wichtig, dass die Pakete aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, wenn die Firma Deutor zu einem Kunden gerufen wird, der Veronym im Einsatz hat, weiß er ganz genau, er kann auf unseren Data Lake zugreifen, kann die entsprechenden forensischen Untersuchungen relativ schnell
und zeitnah beginnen. Er muss nicht erst mal anfangen, die Daten zu sammeln. Ein kurzes Beispiel für ein Use Case, der jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krisensituation durch eine enorme Nachfrage hervorgerufen hat. Und zwar geht es um die Homeoffice-Situation. Ja, viele der Unternehmen sind ad hoc ohne Vorbereitung in die Homeoffice-Situation gezwungen worden, mehr oder weniger. Und oftmals müssen dann private Endgeräte für die Arbeiten von zu Hause genutzt werden. Und da entstehen eben riesige Sicherheitslücken. Und da können wir mit dem Dienst relativ schnell, einfach eben diese Arbeitsplätze zu Hause mit dem gleichen Schutz versehen, wie das eben auch bei großen Unternehmen oder bei den Unternehmen selbst stattfindet. Hier unten habe ich so einige der wichtigen Komponenten dabei mal aufgeführt. Eben wir haben marktführenden Schutz der Endgeräte, also Endpoint, Virenschutz und IDR. Endpoint Detection and Response. Wir können eine Verbindung, VPN-Verbindung vom Endgerät zu dem über den Veronym-Service zu dem Unternehmen machen und dabei auch den Traffic inspizieren. Das heißt, wir inspizieren eben auch, ob in diesem Traffic irgendwelche Threat-Vektoren drin sind. Das kann ja immer passieren, wenn man das Gerät auch privat benutzt, dass man sich zu Hause ein Virus einfängt, der dann in das Unternehmensnetzwerk unter Umständen eingeschleust wird. Und eine ganz wichtige Sache ist auch, dass wir auch direkt, ohne über das Unternehmensnetzwerk zu gehen, eben auch in Cloud-Dienste sicher reingehen können über unseren Internet-Gateway oder über unsere Cloud-Service, Internet-Cloud-Service. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Unternehmen mit Cloud-Anwendungen wie Office 365 oder Salesforce arbeiten. Zusammengefasst ist, wir bieten ein Cyber Security als Rund- und Sorglos-Paket. Wir haben Partnerschaft mit leistungsstarken Unternehmen, da werden in Kürze auch einige dazukommen. Der primäre Zielmarkt ist DACH und da vor allem eben kleine und mittelständische Unternehmen. Und das war es, was ich Ihnen heute Abend erzählen wollte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Michael, ganz vielen Dank. Ich hatte hier eine Frage bekommen. Ich lese sie mal gerade vor. Und zwar ganz kurz, wie viel Bandbreite in Anführungsstrichen frisst euer Service? Das war die eine Frage. Und die zweite Frage war, wie stellen Sie sicher, dass Veronym keinen Angriff widerfährt, der den Zugriff auf Ihre Kunden ermöglicht? Also vielleicht willst du da kurz darauf antworten, auf die beiden Fragen. Was wir an Bandbreite, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil wir überwachen ja den Verkehr in unserer Cloud und da sind wir skalierbar. Ja, also wir verwenden keine Bandbreite oder wir nutzen keine Bandbreite als solche, sondern wir inspizieren den Traffic, der durch unseren Dienst hindurchgeleitet wird. Okay. Wir haben, ob unser Dienst angreifbar ist, wir haben hier eine sehr moderne Architektur, wo wir eben auch ganz strikt die entsprechenden also Security-Maßnahmen, Mehrfaktor-Authentisierung auch im Managementbereich trennen von Prozessen, Least Privilege für Prozesse und für User. Also die Mechanismen haben unsere Ingenieure für Cyber Security, unsere eigene Plattform gegen Angriffe abzusichern, haben einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Insofern okay, sehen wir eigentlich, an unsere Management-Konsolen kommen sowieso keine Endkunden dran. Also das ist unabhängig von unserem Dienst. Was sind so die nächsten Meilensteine, die ihr im Unternehmen jetzt hier vor euch seht, vor der Brust habt? Was sind so die nächsten, also ignoriere jetzt mal, wenn man das kann, die aktuelle Situation, also mit Corona und so weiter, aber was sind so die unternehmerischen nächsten Schritte, die du unternehmerischen nächsten Schritte sind, dass wir die wir sagen dazu Big Bets. Wir haben etwa 4 größere Projekte mit Partnern, die wir am entstehen, dass wir die umsetzen können. Und wenn wenn nur 2 von denen sich realisieren lassen im nächsten halben Jahr, dann sehen wir, dass wir eben in die schwarzen Zahlen kommen. Das zweite ist, dass wir eben als Marke in diesem Zielmarkt auch bekannt werden.
Da haben wir vor 3 Wochen Marketingkampagnen gestartet. Wir haben die erste Presserelease rausgegeben. Wir arbeiten daran, eben unseren Internetauftritt zu verbessern und dann auch entsprechende Kampagnen über das Internet zu fahren. Wir müssen im Prinzip in diesen Kundenkreis müssen wir eine gewisse Bekanntheit erreichen, dass man eben uns wahrnimmt und dass man eben mit uns auch spricht. Das ist, weil eben also als kleines Unternehmen, als No-Name, ist es natürlich sehr schwierig, in diesen Bereich reinzugehen. Wir wissen, der Dienst funktioniert. Wir haben Kunden, die damit sehr zufrieden sind. Wir haben jetzt gerade auch einen Kunden, da haben wir in 4 Tagen 1200 Homeoffice-Nutzer eingebunden und der war damit sehr zufrieden. Das funktioniert alles. Also wir wissen, das funktioniert. Jetzt müssen wir es einfach irgendwie auf die Straße bringen, also vertrieblich an dieser Stelle. Sehr beeindruckend. Michael, vielen, vielen Dank auch für deine spannende Präsentation, auch wenn es ganz am Ende jetzt ist, aber fand ich klasse. Und wenn hier Fragen nochmal in deine Richtung sind oder Kontakt zu deinem Unternehmen, schicken wir es natürlich an dich. So, liebe Gemeinde, jetzt gucken wir mal, was 21 Uhr, mehr oder weniger eine Punktlandung gemacht, wo wir reinkommen wollten. Sehr, sehr spannend, was wir hier erreichen wollten und konnten, Cyber Security mal zu zeigen. Wo stehen wir da? Was können wir machen? Ich glaube, grundsätzlich ist erstmal auch für uns eine Neuerung. Streaming ist auch für uns neu gewesen. Wir haben gezeigt, dass eben hier wir eine ganze Menge an Experten zusammenbringen können für euch. Hier, dass wir die verschiedenen Anknüpfungspunkte, die auch sehr relevant sind, wo ihr euch auch dann dran wenden könnt, sei es an die Startups oder sei es an den Digital Hub in Darmstadt. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge hier, was wir für die Community hier wieder zeigen können. Ich bedanke mich vor allem hier bei der Katrin und bei Ersin, die das zusammengestellt haben, wie immer eben nicht, sondern diesmal eben alles virtuell, alles neu auf die Beine gestellt. Wir haben extrem viel experimentiert, welchen Streaming-Service soll man nehmen, was funktioniert nicht. Manche Sachen waren klasse, funktionierten dann aber nicht auf mobilen Endgeräten und so. Wir hoffen uns permanent da zu verbessern, freuen uns über jede Anregung, jedes Feedback. Mein Dank nochmal an alle Teilnehmer und vor allem an euch alle da draußen, die uns letztendlich hier ganz treu sind und auch in diesen Zeiten wohlgesonnen und hier uns unterstützen. Vielen Dank, bleibt gesund und bis zum sicherlich nächsten Mal im Mai. Besten Dank und tschüss.